eingebrachten Gesetzentwurfs über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021. Für die Aussprache ist eine Dauer von 67 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache, und das Wort hat als erster für die Bundesregierung der Bundesminister für Finanzen Christian Lindner. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Bundesregierung bekennt sich zur Schuldenbremse unserer Verfassung. So steht es im Koalitionsvertrag. Wir werden ab 2023, also schon mit dem Bundeshaushalt, den wir im kommenden Sommer hier im Haus verhandeln, die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten. Eine andere Prognose war im Januar in einem Gastbeitrag im Handelsblatt zu lesen. Die Schuldenbremse, schrieb der damalige Kanzleramtsminister, sei in den kommenden Jahren, auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten. Deshalb müsse das Grundgesetz geändert werden, um längere Zeit höhere Schulden machen zu können. Nun ist Helge Braun auf Vorschlag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zum Vorsitzenden des Haushaltsausschusses gewählt worden. Ich freue mich, lieber Herr Braun, auf die Zusammenarbeit mit Ihnen im Ausschuss, und wir wollen prüfen, ob ein anderer Weg als der, den Sie prognostiziert haben, möglich wird. Meine Damen und Herren, der Koalitionsvertrag umfasst zugleich auch eine Antwort auf die Pandemie. Sie setzen wir mit diesem Nachtragshaushalt als das Verhandlungsergebnis dreier Parteien um. Ich danke meinem Vorgänger, der dies konzeptionell vorbereitet hat. Wir haben uns ambitionierte Ziele gesetzt, die Corona-Pandemie zu bewältigen und gestärkt aus der Krise herauszukommen, für unsere Aufgabe, die Transformation einer der größten Industrienationen hin zur Klimaneutralität. Wir stellen uns dieser Aufgabe in einer herausfordernden Zeit. Ein großer Teil der öffentlichen Mittel wird für die Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie verwendet. Und das führt zu diesem Nachtragsetat, zugleich sind durch die Unsicherheiten und Einschränkungen der Corona-Krise viele Investitionen in die Modernisierung der Wirtschaft ausgefallen. Die pandemiebedingten Restriktionen haben auch unsere Lieferketten gestört. Zudem verteuern gestiegene Energiepreise wirtschaftliche Aktivität. Die Herbstprojektion der Bundesregierung geht daher davon aus, dass die Investitionstätigkeit der Volkswirtschaft in den Jahren 2020 und 2021 deutlich unterhalb des in der Herbstprojektion des Jahres 2019 für diesen Zeitraum geschätzten Volumens geblieben ist. Es ist von grundlegender Bedeutung, jetzt einen Nachholprozess zu organisieren. Wir dürfen durch die Pandemie nicht auch noch Zeit bei der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft verlieren. Also, meine Damen und Herren, wir brauchen den Mut zum Aufbruch. Nicht nur die Menschen benötigen einen Booster, auch die wirtschaftliche Entwicklung. Gerade jetzt sind öffentliche Investitionen und die Förderung privater, die die Transformation befördern, entscheidend. Dabei bedingen sich die Bekämpfung der Pandemie und die Transformation der Wirtschaft geradezu. Die zahlreichen Hilfen für Unternehmen, Selbstständige und Beschäftigte überbrücken die schwere Zeit, aber langfristig wirken sie nur, wenn wir damit zugleich eine wirtschaftliche Dynamik entfachen und mehr Fortschritt wagen. Es geht um den Weg aus der Krise und wirtschaftlichen Erfolg und um viel mehr. Es geht um die Verantwortung für die zukünftigen Generationen. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht unterstrichen. Der Maßstab für den Klimaschutz heute sind die Freiheitschancen künftiger Generationen. Die Bundesregierung orientiert sich an dieser Entscheidung. Und zugleich müssen wir die Schuldenbremse des Grundgesetzes einhalten. Beides ist für die Bundesregierung verbindlich. Wir handeln schnell und entschlossen. Mit diesem Nachtragshaushalt schaffen wir eine Basis. Wir schaffen Planungssicherheit und setzen Wachstumsimpulse. Wir bauen
gewissermaßen eine Brücke aus der Pandemie in eine klimafreundliche Zukunft. Eine zentrale Rolle spielt der Energie- und Klimafonds, den wir zu einem Klima- und Transformationsfonds weiterentwickeln. Das ist das für diesen Nachholprozess geeignete Instrument. Ich habe die Kritik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion wahrgenommen. Wir nehmen die Kritik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion auch ernst. Sie entscheidet sich wohltuend von früheren Äußerungen aus ihren Reihen. Bei uns ist der Unterschied weniger groß. Ich will Ihnen deshalb eine klare Zusage geben. Bei der Nutzung der Mittel werden wir zukünftig darauf achten, dass der Bezug zu den Folgeschäden der Pandemie, also etwa nicht erfolgter Investitionen oder Preisentwicklung, jederzeit bestehen bleibt. Mitnichten geht es darum, allgemeine Projekte der Ampelkoalition oder etwa Staatskonsum zu finanzieren. Die Mittel des Fonds werden zielgerichtet eingesetzt für transformative Investitionen. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, nutzen wir Mittel aus den bereits veranschlagten, aber nicht benötigten Kreditermächtigungen. Wir schlagen vor, die bereits im letzten Jahr von der Vorgängerregierung erfolgte Zuweisung um weitere 60 Milliarden Euro zu ergänzen. Mehr wäre möglich, mehr ist aber nicht nötig. Es werden im Vergleich zum früheren Vorgehen keine zusätzlichen Kreditermächtigungen geschaffen. Im Gegenteil, sollten sich weitere Entlastungen im Haushaltsvollzug 2021 ergeben, dann werden wir vorschlagen, diese zur Reduzierung der tatsächlichen Nettokreditaufnahme einzusetzen. Nachhaltig zu wirtschaften ist uns wichtig. Denn Deutschland hat auch eine Rolle in Europa. Die Rückkehr zu klaren Fiskalregeln ist entscheidend. Und deshalb schließen wir für uns Wege aus, die Änderung der Verfassung umfassen. Das erfordert Mut zur Prioritätensetzung, aber darüber verfügen wir. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, der Abgeordnete Christian Haase. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine Münze hinter dem Ohr hervorzaubern, einen Blumenstrauß aus dem Ärmel ziehen oder einen kleinen Ball in der Hand verschwinden lassen, sowas nennt man Taschenspielertricks. Im Mittelalter standen die Menschen mit großen Augen vor Jahrmärkten und vor Gauklern und schauten sich solche Kunststücke an. Heute stehen wir staunend vor den Begründungen zum zweiten Nachtragshaushalt 2021. In einer wundersamen Wandlung werden Corona-Kredite zu Klimakrediten. Mindestens genauso staunen müsste der Kollege Dürr. Ich darf Ihnen übrigens an dieser Stelle noch einmal zur Wahl als Fraktionsvorsitzender gratulieren, werter Kollege. Beim rechtlich deutlich weniger zweifelhaften zweiten Nachtragshaushalt 2020 hatten Sie im Juli letzten Jahres scharfe Töne angeschlagen. Lassen Sie mich aus Ihrer Rede zitieren. Zitat Anfang: Der zweite Nachtragshaushalt beeinträchtigt wesentliche Verfassungsgrundsätze wie Jährlichkeit, Fälligkeit, Wahrheit und Klarheit. Zitat Ende. Und mit Blick auf die ehemaligen Finanzminister Scholz und Walter Borjans fragte sich der Kollege Dürr damals, warum man in der SPD nur Karriere machen könne, wenn man verfassungswidrige Haushalte vorlege. Sind das die Fußstapfen, in die Sie treten wollen, Herr Lindner? Sie sind mit der klaren Aussage angetreten, die Schuldenbremse zu verteidigen. Und auch in die Sondierungsgespräche sind Sie mit der klaren roten Linie gegangen, kein Aufweichen der Schuldenbremse. Lieber Herr Finanzminister, wollen Sie wirklich dieses Versprechen mit Ihrem ersten Gesetzentwurf brechen? Denn das ist doch offensichtlich, dass Sie die Schuldenbremse mit diesem waghalsigen Manöver aushöhlen.
Zu den Corona-Krediten, die Sie im Energie- und Klimafonds parken, kommen ja noch die Änderungen in der Schuldenregel für Sondervermögen mit dem einzigen Ziel, den Verschuldungsspielraum in den nächsten Jahren vollkommen unabhängig von Corona zu erhöhen. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, ich halte diesen Nachtragshaushalt für verfassungswidrig. Ich halte diesen Nachtragshaushalt für den Anfang vom Ende der Schuldenbremse. Und das wird mit Ihrem Namen verbunden sein. Und mit meinen Bedenken stehe ich nicht allein da. Namhafte Staatsrechtler, der Bundesrechnungshof oder der Wissenschaftliche Beirat des Stabilitätsrats haben bereits deutliche Kritik geäußert. Die ausschweifende Begründung im Gesetzentwurf zeigt anschaulich, was für geistige Verrenkungen nötig sind, um diesen Nachtragshaushalt zu rechtfertigen. Da ist die Rede davon, dass sich zur Pandemiebewältigung die Zuweisung an den EKF im Jahre 2020 bewährt habe. Nein, meine Damen und Herren, wenn man einmal bei Gelb über die Ampel gefahren ist, heißt das nicht, dass man beim nächsten Mal bei Rot fahren darf. Die bisherigen Kreditermächtigungen haben eine feste Corona-Konditionierung. Sie jetzt nachträglich für die Bekämpfung des Klimawandels auszuweiten, ist nicht nur verfassungswidrig, sondern hat einen offensichtlichen Logikfehler. Bereits seit langem ist doch klar, dass der Klimawandel auch eine finanzielle Herausforderung ist. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit der Bewältigung der Corona-Krise zu tun. Die Pandemie ist eine außergewöhnliche Notsituation im Sinne des Artikels 115 Grundgesetz. Der Klimawandel ist dies nicht. Der Klimawandel ist eine dauerhafte Herausforderung, der wir uns im Rahmen der regulären Haushaltsführung stellen müssen. Und das können wir ohne Verfassungsbruch. Meine Damen und Herren, die FDP-Fraktion hat sich in der vergangenen Wahlperiode ja immer gerne als Service-Opposition bezeichnet. Darum will ich Ihnen auch helfen, etwas zu tun, was nicht verfassungswidrig ist. Erstens eine konsequente Aufgabenkritik. Wir sind uns alle einig, dass der Kampf gegen den Klimawandel eine der drängendsten Aufgaben ist. Das muss sich dann durch Prioritätensetzung im Bundeshaushalt widerspiegeln, bevor man Ausgaben erhöht. Sollte man nach Einsparpotenzial schauen. Und ich bin erstaunt, dass ich Ihnen das erklären muss, Herr Lindner. Bisher war das auch Ihre Linie. Zweitens. Aktivieren Sie private Investitionen zum Klimaschutz, statt den nächsten Generationen riesige Schuldenberge zu hinterlassen. Die finanziellen Herausforderungen sind durch die Demografie bereits groß genug. Schränken Sie die Zukunftsmöglichkeiten der zukünftigen Generationen nicht weiter ein. Drittens. Effiziente Förderprogramme sind einfach besser als immer mehr Geld. Befreien Sie sich von der Illusion, dass die Erhöhung öffentlicher Ausgaben irgendeine kurzfristige Wirkung entfaltet. Ein Blick auf den stockenden Mittelabfluss im EKF sollte für diese Einsicht genügen. Stattdessen arbeiten wir mit Ihnen gerne daran, Planverfahren zu straffen, Förderprogramme zu entschlacken oder noch besser, stärken Sie kommunale Investitionen durch einen erhöhten Umsatzsteueranteil. Eigentlich müsste ich mit diesen Vorschlägen einem liberalen Finanzminister aus der Seele sprechen. Überzeugen Sie also Ihre Koalitionspartner, dass dies der deutlich bessere Weg ist, als immer zusätzliche neue Schulden, ganz zu schweigen, dass Sie Ihre Amtszeit mit einem Verfassungsbruch beginnen. Ziehen Sie deshalb diesen Nachtragshaushalt zurück. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dennis Rohde. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vorweg. Wir sind mitten in der Pandemie, und auch für die Haushaltspolitik gilt weiterhin, wir werden nicht beim Gesundheitsschutz der Bevölkerung sparen. Der Schutz von Leib und Leben wird auch für die neue Koalition allerhöchste Priorität haben. Neben dem Gesundheitsschutz haben wir uns aber in den letzten anderthalb Jahren auch sehr intensiv mit den wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie beschäftigen müssen. Dafür haben wir vielfältig Brücken gebaut. Wir haben Brücken gebaut für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere durch das Kurzarbeitergeld, damit die, die vor der Krise einen Job hatten,
ihn auch nach der Krise haben. Wir haben Brücken gebaut für Unternehmerinnen und Unternehmer, die vor der Krise erfolgreich waren, damit sie durch Soforthilfe, durch Brückenhilfe, durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds auch nach der Krise erfolgreich sein können. Wir haben Brücken über diese Krise gebaut. Aber jetzt geht es um die Frage, wohin führen eigentlich diese Brücken? Denn die Welt um uns herum ist ja nicht stehen geblieben. Es ist ja nicht nur das Thema Corona, was Politik zu beschäftigen hat. Und wir erleben, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, landen die Brücken in der Welt, so wie sie vorher aussah, oder schlagen wir diese Brücken jetzt in die Zukunft? Wir erleben weltweit, dass die Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Transformation zugenommen hat. Viele andere Länder setzen darauf, CO2-neutral zu werden, ihre Produktion weg von CO2 zu führen. Und uns muss klar sein, wenn dieser Aufschwung, den wir gerade gestalten, wenn diese Brücken in die Zukunft führen sollen, dann geht das nur, wenn wir möglichst schnell in diesem Land die Voraussetzungen schaffen, auch hier CO2-neutral zu produzieren und auch an dieser Stelle wettbewerbsfähig zu bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich, das kostet eine Menge Geld. Und auch die Brücken der letzten anderthalb Jahre haben eine Menge Geld gekostet. Aber hätten wir weggesehen, hätten wir jedem sich selbst überlassen, hätten wir nicht gehandelt, dann wäre das alles viel teurer geworden und der Schaden für unser Land wäre immens viel größer geworden. Deshalb ist es richtig zu handeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wie dringend mit Blick auf die Zukunft kluges Handeln ist, sehen wir ja schon, wenn große deutsche Unternehmen jetzt Entscheidungen treffen, dass sie Stahl zukünftig bei fremdländischen Unternehmen einkaufen, weil der CO2-neutral ist und wir das Angebot noch nicht so vorhalten können. Und gerade deswegen ist es zwingende Voraussetzung für die nachhaltige Sicherung der Arbeitsplätze und des wirtschaftlichen Wohlstandes dieses Landes, dass die Brücken in der Zukunft ankommen, dass sie in der CO2-Neutralität ankommen. Das ist unsere Aufgabe im Hier und Jetzt. Und genau das ist der Grund, weswegen wir den Energie- und Klimafonds zu einem Klima- und Transformationsfonds weiterentwickeln wollen. Damit kommen wir auch, der Bundesfinanzminister hat es angesprochen, der im Urteil des Bundesverfassungsgerichts nach, nämlich dem Übergang zur Klimaneutralität, jetzt zügig in Angriff zu nehmen. Und wir kommen damit unserer Verpflichtung, der Verpflichtung des Staates nach, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und wer das negiert, wer das bestreitet, der möge sich doch auch noch mal die Bilder aus dem Ahrtal angucken. Ja, wir brauchen die wirtschaftliche Transformation schnell, um den Wohlstand unseres Landes zu sichern. Aber wir brauchen eben auch zum Erhalt des natürlichen Lebensraums auf dieser Welt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und darum sage ich in aller Deutlichkeit in Richtung Union, wer davon spricht, wir wollten mit diesem Transformationsfonds nur irgendwelche Ampelprojekte finanzieren, der ist noch immer nicht im Hier und Jetzt und der ist noch immer nicht in der Realität dieses Landes angekommen. Und wer dann sagt, er will gegen diese Rücklage zu dieser unbedingt notwendigen wirtschaftlichen Transformation dieses Landes dann auch nach Karlsruhe gehen, er will dagegen klagen, der macht sich aus Opportunismus zum Kämpfer gegen den Wohlstand in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber gehen Sie, Sie werden scheitern. Zum einen, weil wir der festen Überzeugung sind, man muss eine Krise auch nachhaltig verlassen. Und das machen wir mit diesem Klima- und Transformationsfonds. Und weil wir uns auch sehr intensiv mit dem Urteil in Hessen des Staatsgerichtshofs auseinandergesetzt haben und uns auch angeguckt haben, welche Leitplanken werden da eigentlich gezeichnet und schnell feststellen konnten, zum einen sind die verfassungsrechtlichen Grundlagen sehr unterschiedlich und der Hauptkritikpunkt des hessischen Staatsgerichtshofs war die fehlende parlamentarische Beteiligung und die Verletzung des Budgetrechts des Landtages und ich sage Ihnen, das würde bei uns ins Leere laufen. Wir, der Deutsche Bundestag, wir sind verantwortlich für die konkrete Verwendung der Mittel der Sondervermögen. Wir beraten jedes Jahr den Wirtschaftsplan des Energie- und Klimafonds. Der Haushaltsausschuss setzt sich regelmäßig in vielen Sitzungen mit konkreten Fragen des Energie- und Klimafonds auseinander. Wir schaffen
kein Sondervermögen, mit dem eine Regierung frei hantieren kann. Wir beschließen kein Sondervermögen der Bundesregierung. Wir beschließen ein Sondervermögen, über dessen konkreten Einsatz zur nachhaltigen Bekämpfung der Pandemie wir als Deutscher Bundestag entscheiden werden. Wir reden also nicht von einem Sondervermögen der Exekutiven, sondern von einem der Legislativen. Und das ist der Unterschied zu Hessen. Und vielleicht das auch noch mal in ein paar wenige Zahlen gepackt. Das hessische Sondervermögen findet sich auf einer halben Seite zusammengefasst. 2 Einnahmepunkte, 7 Ausgabepunkte für 12 Milliarden Euro. Der Energie- und Klimafonds hat im Wirtschaftsplan, im Entwurf 2022, 85 Seiten. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wir werden sie auch weiterhin machen. Und ein Sondervermögen für dringend notwendige Transformationsprozesse im Deutschen Bundestag zu nutzen, ist nichts Neues. Genau dasselbe haben wir in der letzten Koalition auch gemacht. Wir haben mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2020 28 Milliarden Euro ebenfalls für Transformationsaufgaben in den Energie- und Klimafonds überführt. Und wir haben das nicht nur mit den Stimmen der Union gemacht, sondern auch noch voll des Lobes aus der Union. So hat der damalige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Jung in der Debatte am 2. Juli von diesem Rednerpult von einer Vitaminspritze für die Zukunft unseres Landes gesprochen. Der Kollege Brandl sprach in derselben Debatte von diesem Rednerpult davon, dass es der Anspruch sein müsse, nicht nur nach der Krise in einem Deutschland anzukommen wie davor, sondern, Zitat, unser Anspruch ist, Deutschland damit besser zu machen. Sie erkennen also die Notwendigkeit zu handeln. Sie haben die Instrumente, die wir nutzen, selbst miterdacht. Sie sprachen von Vitaminspritzen, davon, Deutschland besser zu machen. Und heute verleumden Sie Ihre eigene Politik. Ich frage, wer soll Ihnen das eigentlich abnehmen? Und der Kollege, der Bundesminister Lindner hat es angesprochen. Helge Braun hat ja selbst einen Vorschlag zur Reform der Schuldenbremse auf den Weg gebracht. Und die Begründung dafür, die Herleitung, ist genauso interessant. Ich zitiere Helge Braun, Handelsblatt, 21. Januar 2021. Sollte eine strategische Entscheidung zur wirtschaftlichen Erholung getroffen werden, ist das mit erheblichen Belastungen für den Bundeshaushalt verbunden. Konkret, die Schuldenbremse ist in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplinhase, die Sie gerade gefordert haben, nicht einzuhalten. Helge Braun sagt also ebenfalls, dass es einer strategischen Entscheidung zur wirtschaftlichen Erholung bedarf und dass diese enorme Kosten mit sich bringt. Trotzdem wurde sein Vorschlag insbesondere von Ihrer Fraktions- und Parteiführung vehement zurückgewiesen. Ihr Credo war, keine neuen Schulden, keine zusätzlichen Einnahmen, kein Geld für Transformationsaufgaben kommt heute noch dazu. Und was machen Sie? Machen Helge Braun, der alles das erkannt hat, zu Ihrem Gesicht für die Haushaltspolitik im Deutschen Bundestag, zum Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. Was gilt jetzt eigentlich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen? Und noch mal abschließend. Was ist der Preis des Nichtstuns? Die Brücken nicht in die Zukunft zu schlagen, würde den wirtschaftlichen Aufschwung unseres Landes massiv gefährden. Und als stärkste Volkswirtschaft in Europa würde es die ökonomische Erholung des gesamten Kontinents gefährden. Heute nicht zu handeln, würde den Preis in der Zukunft um ein Vielfaches erhöhen, weil unsere Wirtschaft abgehängt ist und weil Katastrophen wie die im Ahrtal Milliarden an Schäden mit sich bringen. Diese Krise ist nicht beendet. Sie stellt uns für neue Herausforderungen. Wir sind bereit, diese Herausforderungen anzugehen. Der Nachtragshaushalt ist der erste richtige Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Peter Böhringer. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen!
Wir waren ja schon unter der GroKo einiges an Zumutungen gewöhnt. Aber es ist schon eine bemerkenswerte Leistung eines FDP-Finanzministers, in seiner allerersten Amtswoche gleich zwei zentrale FDP-Wahlkampfversprechen zu brechen. Zunächst mit dem Impfzwang für Pfleger, den Erhalt eines elementaren Grund- und Freiheitsrechts der Menschen und heute das Versprechen einer seriösen Haushaltspolitik. Diesen Ausverkauf des liberalen Tafelsilbers sollten Sie dringend Ihren betrogenen Wählern erklären, Herr Lindner. Der Nachtragshaushalt 2021 über 60 Milliarden Euro soll rückwirkend im Januar des Folgejahres beschlossen werden, was schlicht absurd ist. Man nimmt kein Geld für ein Jahr auf, in dem der Bund ohnehin bereits 180 Milliarden Euro Schulden gemacht hat, nur weil die alte GroKo sich noch weitere 60 Milliarden hat genehmigen lassen und 2021 einfach nicht mehr ausgeben konnte, so wie es die Ampel nun eben auch nicht mehr tun kann. Das sind doch unseriöse Tricks, die einer Bundesregierung unwürdig sind. Und wenn ich eben höre, Kollege Fricke, dass das Geld nicht mehr ausgegeben wird, dann ist es erst recht ein Argument, es heute nicht aufzunehmen. Wenn Sie es 2021 im kameralistischen Haushalt nicht mehr ausgeben können, dann dürfen Sie es nicht ausgeben. Das sind Buchungstricks. Ich komme dazu. Und ja, man weiß es ja offensichtlich bereits, wie viel Geld man in diesen vier Jahren auf Pump benötigen wird. Und dann fängt man lieber gleich in den ersten Tagen an, richtig aufzuschulden. Zudem stellen sich komplexe rechtliche Fragen. Für Union und auch FDP offenbar zu komplexe. Das zeigt sich am erratischen Verhalten dieser Fraktionen seit 2020. Wir haben das ja eben schon zu Recht gehört. Die FDP hatte noch in der Opposition ihr jetziges Vorgehen in der Regierung als verfassungsfeindlich und verfassungswidrig bezeichnet. Nämlich die Bildung von über Neuverschuldung finanzierten Rücklagen. Das ist nicht falsch, es waren Ihre Worte. Sowie die Zweckentfremdung von Corona-Mitteln für andere Zwecke. Wir kommen gleich zu Ihnen noch, Herr Dürr. Sie werden gleich noch mal zitiert. Alles gut. Und auch die Union ist heute überzeugt davon, dass ihr eigenes, völlig analoges Vorgehen als Regierungspartei 2020-21 nun plötzlich rechtswidrige Finanzakrobatik sei. Zitat eines CSU-Kollegen. Sie will nun offenbar im Zustand des Gedächtnisverlustes ihr eigenes Tun von damals, das heute, das der Ampel ist, nachträglich per Klage in Karlsruhe prüfen lassen. Das könnte man sich nicht ausdenken. Die AfD sieht natürlich ebenfalls und immer noch dieses Vorgehen als rechtswidrig an, immer noch deshalb, weil wir und nur wir bereits 2021 hier im Haus entsprechende Normenkontrollklagenanträge eingebracht hatten. Zum Nachlesen für Sie auch Kollegen Brinkhaus, Herr Dobrindt, Herr Haase und gerne auch für die Medien. Drucksache 19-22926 von September 2020 und 19-26549 von Februar 2021. Kein einziger Unionsabgeordneter wollte damals diese Verfassungsklagen unterstützen. Und nun erklären Sie, Kollege Haase, gegenüber der FAZ, das Wort Verfassungsbruch liegt förmlich in der Luft oder eben hier jetzt gerade verfassungswidrig. Sie haben es ja ausgesprochen. Oder was haben Sie noch gesagt? Nun werden Corona-Kredite zu Klimakrediten. Ja, in der Tat, das war bei Ihnen das Gleiche. Sie haben genau das Gleiche gemacht, nur mit etwas kleineren Summen. Das ist doch reine Realsatire hier. Die Bildung von schuldenfinanzierten Rücklagen ist natürlich generell rechtswidrig. Das sagen nicht nur der gesunde ökonomische Rechtsverstand und der haushalterische Verstand und die AfD, sondern auch der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichts Kirchhoff und der Bundesrechnungshof, der haushalterische Verfassungsgrundsätze wie Jährlichkeit und Klarheit verletzt sieht. Genau das, was irgendwie immer die FDP früher auch so gesehen hat. Professor Schwarz von der Uni Würzburg erklärt ebenfalls das offensichtliche Zitat verfassungswidrig eine unzulässige Umgehung der Schuldenbremse. Und sogar der sehr liberale Staatsrechter Gröpel schrieb dazu im Handelsblatt Verfassungsbruch par excellence. Nachlesen. Und dann wollen wir in der Tat den ja eben schon sehr aktiven FDP-Kollegen Dürr nicht ganz vergessen. Sie sagten hier, Herr Dürr, an dieser Stelle am 2. Juli 2020, als Finanzminister Scholz genau denselben Rücklagentrick anwenden wollte. Zitat, das Protokoll ist eindeutig. Dieser Haushalt verstößt gegen das Grundgesetz. Ich verstehe nicht, warum man in der SPD nur Karriere machen kann. Und der SPD-Fall Borjans war vergleichbar, wenn man verfassungswidrige Haushalte vorlegt. Und weiter, warum wird die CDU-CSU-Fraktion hier zum Helfershelfer eines möglichen Verfassungsbrechers. Zitat Ende. Heute will der FDP-Minister Lindner davon nichts mehr hören. Welchen Unterschied schon 8 Tage an der Macht machen können, das ist wirklich erstaunlich.
Und nochmals zur Union. Noch bis Herbst 2021 hat die Union genau dieses verfassungswidrige Vorgehen als Regierungspartei mitgetragen. Und nun reden Sie demonstrativ stabilitätspolitisch vom Verfassungsbruch. Welchen Unterschied schon 8 Tage in der Opposition ausmachen, auch das ist erstaunlich. Wer wie Herr Dobrindt ernsthaft am vorigen Dienstag der Presse diktiert, wer Finanzpolitik durch Finanzakrobatik ersetzt, der bewegt sich schnell außerhalb des Rechtsrahmens, der sollte ganz dringend in den Rückspiegel seiner eigenen 2 vergangenen Haushaltsjahre schauen und verschämt schweigen. Diese gelebte Doppelmoral ist wirklich kaum noch zu ertragen. Nein, liebe Unionskollegen, so leicht kommen Sie nicht aus dem verfassungsbrechenden Erbe der Merkel-Ära raus. Sie kritisieren hier etwas, was Sie seit 2020 in mehreren Haushalten selbst getan haben. Aber die gute Nachricht ist, wir sind gerne bereit, Ihnen unsere enormen Kontrollklagenanträge zur Verfügung zu stellen für Karlsruhe. Die 240 Milliarden Euro Neuverschuldung für 2021 dürfen nur wegen der angeblichen pandemischen Notlage aufgenommen werden und selbstredend auch nur für diese Notlage genutzt werden. Das ist das Konnexitätsprinzip rechtlich etabliert. Schon die GroKo hat es missachtet, aber die Ampel macht nun gar kein Hehl mehr daraus. Angebliche Corona-Notkredite werden ganz offen als Rücklagen in den neuen Klima- und Transformationsfonds gesteckt. Ein Veranlassungszusammenhang wird nicht einmal mehr geheuchelt. Und der Hessische Staatsgerichtshof, eben schon zitiert, hat eben ein sehr ähnliches Vorgang der hessischen Landesregierung für rechtswidrig erklärt. Herr Rode, Sie haben sehr selektiv zitiert. Das Urteil des Hessischen Gerichtshofs ist viel, viel umfassender als das, was Sie eben gemacht haben. Der Finanzminister sieht seine Aufgabe heute ernsthaft als, Zitat, Ermöglichungsminister. Herr Lindner, Ihre Aufgabe wäre es, alles Mögliche zu tun, um den Steuerzahler vor weiteren superteuren Zugriffen der rot-grünen Planwirtschaft und Ideologiepolitik zu schützen, nicht etwa diese möglich zu machen. Mein letzter Satz. Die FDP hat beim Impfzwang und bei der Finanzseriosität vor der Wahl in zentralen Punkten gelogen. Das neue Motto der FDP scheint zu sein, lieber verfassungswidrig und wortbrüchig regieren als nicht regieren. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Sven-Christian Kindler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bis auf ein paar rechtsradikale Verschwörungsideologen hier im Parlament kann ja niemand bestreiten, dass wir mitten weiter in einer schweren pandemischen Notlage sind. Leider, leider ist diese Pandemie noch lange nicht vorbei, und wir müssen alles tun, um die Menschen in Deutschland zu schützen. Als erstes natürlich durch Impfen, Impfen, Impfen. Das ist besonders bedauerlich, dass anscheinend der bisherige besonders Gesundheitsminister der alten Regierung nicht für genug Impfstoff im neuen Jahr gesorgt hat. Aber wir wissen auch, mittelfristig ist das der Weg aus der Krise. Mittelfristig ist das der Weg zur Überwindung der Pandemie, alle die Menschen in Deutschland zu impfen. Aber kurzfristig weisen wir auf, wir brauchen Kontaktbeschränkungen, wir brauchen Untersagungen, Einschränkungen und regionale Lockdowns. Und wir wissen auch, das hat erheblich wirtschaftliche Folgen. Das schwächt die Wirtschaftsleistung. Das ist eine Belastung für Beschäftigung. Die internationalen Lieferketten, darauf hat der Bundesfinanzminister hingewiesen, sind gestört durch die weltweite Corona-Pandemie. Und auch wir haben zu wenig volkswirtschaftliche Investitionen in den letzten Jahren in Deutschland getätigt durch die Pandemie und ihre Folgen. Und deswegen hat der Deutsche Bundestag 2020 und 2021 zusammen mit der Bundesregierung erheblich große Summen an Krediten zur Bewältigung dieser Pandemie bereitgestellt und hat die außergewöhnliche Notlage nach Artikel 115 hier festgestellt. Und ich will hier mit einem Missverständnis aufräumen. Natürlich waren diese Gelder für die Stabilisierung des Gesundheitssystems, für Krankenhäuser, für Pflegekräfte, für Impfstoffe, für Gesundheitsämter. Sie waren dafür, aber natürlich nicht nur dafür. Sie waren natürlich auch für die Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, für Wirtschaftshilfen, für das Kurzarbeitergeld. Sie waren explizit auch für öffentliche Investitionen zur Unterstützung der Wirtschaft, zur Stabilisierung der Volkswirtschaft. Das war immer die Linie der Bundesregierung in den letzten Jahren. Das war die Linie der breiten Mehrheit des Bundestags in diesem Haus. Und ich finde, diesen breiten Konsens sollten wir jetzt nicht aufkündigen. Diesen breiten Konsens sollte jetzt die Union in der Opposition nicht aufkündigen.
Denn klar ist doch auch, diese großen ökonomischen Einschnitte, die werden nicht einfach sofort aufhören, wenn diese Pandemie überwunden ist. Die werden länger andauern. Und jeder vernünftige Ökonom, jede vernünftige Ökonomin wird Ihnen bestätigen, dass öffentliche Investitionen der nachhaltigste und beste Weg aus dieser Krise ist. Und deswegen brauchen wir jetzt eine grundlegende, eine große Investitionsoffensive. Und die werden wir in dieser Koalition auf den Weg bringen. Deswegen hat die Regierung jetzt einen zweiten Nachtragshaushalt zum Haushaltsgesetz 2021 auf den Weg gebracht. Es wurde gesagt, 60 Milliarden Euro werden dem Energie- und Klimafonds zugeführt. Gleichzeitig wird die Höhe der Kreditermächtigung nicht erhöht, die ja noch die Große Koalition und die Union beschlossen hat. Und für uns ist klar, wir wollen damit die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abwedern. Und wir sagen, wenn wir schon investieren, dann müssen wir natürlich auch in das Neue investieren, in die Zukunft investieren. Auf den 1,5-Grad-Pfad kommen. Wir können nicht dann wieder das Alte, in das Fossile investieren. Wir sind eine Koalition, die sich der Zukunft verschrieben hat. Und deswegen sagen wir, wir wollen eine Politik, die auch nachfolgende Generationen in den Blick nimmt. Das ist generationengerechte Haushaltspolitik, was wir hier machen. Das ist eine smarte Haushaltspolitik. Denn dazu verpflichtet uns auch das völkerrechtlich verbindliche Pariser Klimaschutzabkommen. Und dazu verpflichtet uns auch das historische und wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz. Das nämlich gesagt, dass der Staat eine Schutzpflicht hat für nachfolgende Generationen. Der Staat hat eine verfassungsrechtliche Schutzpflicht für unsere Kinder, für unsere Enkel, um ihre Freiheitsrechte auch in der Zukunft zu sichern. Deswegen dürfen wir mit konkreten Klimaschutzmaßnahmen jetzt nicht warten, sondern wir müssen konkret angehen. Das ist die Vorgabe, die wir aus Karlsruhe zu erfüllen haben. Und wir legen dafür eine erste Grundlage mit diesem Nachtragshaushalt. Und deswegen ist es jetzt sinnvoll, auch finanzpolitisch zu handeln und nicht viel später. Wir haben doch alle gesehen, dass in den letzten Jahren die Naturkatastrophen und klimabedingten Katastrophen massiv zugenommen haben, weltweit, in Deutschland und Europa. In Deutschland haben wir von 2018 bis 2020 drei Dürresommer in Folge erlebt, mit erheblichen Schäden für die Landwirtschaft und unsere Wälder. Kollege Rohde hat auf die schreckliche Tragödie im Ahrtal und NRW hingewiesen und in Rheinland-Pfalz. Und das hat auch erhebliche Belastungen für die staatlichen Haushalte. Bund und Länder rechnen mit 30 Milliarden Euro, die diese Katastrophe alleine den Staat kosten wird. Und das zeigt doch, wenn man Klimaschutz macht, dann sagen wir auch klar, das gibt es nicht zum Nulltarif. Aber wenn man keinen Klimaschutz macht, dann wird es am Ende richtig, richtig teuer. Das ist die Lehre, die wir hier auch ziehen müssen. Und ich bin ehrlich gesagt etwas verwundert über die Kritik und Empörung aus der Unionsfraktion. Kollege Rohde hat auf die Debatten zum zweiten Nachtragshaushalt 2020 im letzten Jahr schon hingewiesen. Und der hochgeschätzte Kollege, ehemalige Kollege Eckert-Rehberg, damals Sprecher der Unionsfraktion für Haushaltspolitik, sehr guter Mann, wie Andreas Mattfeld sagt, genau, hat damals in der Debatte gesagt, zum Abschluss des zweiten Nachtragshaushalts 2020, das sei ein super Ergebnis. Und er hat in der ersten Lesung auch hier im Bundestag ausgeführt, dass mit dem Nachtragshaushalt extrem viel investiert werden würde. Er sprach, ich zitiere, von Elektromobilität 6 Milliarden, Wasserstoffstrategie 9 Milliarden Euro, energetische Gebäudesanierung 2 Milliarden Euro. Und er sagte, das sind Investitionen in die Zukunft, um aus der Krise herauszukommen und um Deutschland zukunftsfähig zu gestalten. Ich finde, der Kollege Rehberg hatte damals vollständig recht. Er hatte recht, und er bezog sich dabei auf die Investitionen aus dem Energie- und Klimafonds, dem berechtigterweise unter Inanspruchnahme der Corona-bedingten Notfallkredite im zweiten Nachtragshaushalt 2020 28 Milliarden Euro zugeführt wurden in eine Rücklage. Und das war auch richtig so. Wir haben es damals aus der Opposition als Grüne, als verantwortungsvolle Opposition, haben wir es damals begrüßt, weil das richtig so war. Und deswegen verstehe ich die Kritik der Union nicht. Denn inhaltlich ist das, was wir jetzt machen, dass wir damals die Große Koalition 2020 gemacht haben, sehr ähnlich. Nur ist jetzt die Union in der Opposition und damals war sie in der Koalition in der Regierung. Und um es klar zu sagen, ich finde das, dass Sie einerseits es so sagen, andererseits es so sagen, ich finde das nicht ehrlich. Das ist keine redliche Haushaltspolitik, das ist Heuchelei und Doppelmoral. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir halten diesen Nachtragshaushalt für den ersten zentralen finanzpolitischen Schritt dieser neuen Koalition. Wir zeigen, dass wir entschlossen handeln, dass wir diese Corona-Pandemie überwinden wollen und dass wir besser aus der Krise herauskommen, dass wir die großen Aufgaben bei der Transformation und beim Klimaschutz mit großen Investitionen angehen. Ich freue mich auf die Beratung dazu im weiteren Verlauf im Bundestag. Vielen Dank. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, Herr Kollege Kindler, Sie haben gerade am Anfang, ich will die Worte nicht wiederholen, aber Teile der AfD-Fraktion mit einer Wortwahl belegt, wo ich noch mal darauf hinweisen möchte, dass Sie zwar nicht eine Person speziell genannt haben, aber Teile einer Fraktion. Und ich bitte darum, an eine angemessene Wortwahl zu denken. Das gilt für alle. Ich will das noch mal sagen, weil ich das am Anfang meiner Antrittsrede gesagt habe, dass wir hier alle respektvoll miteinander umgehen wollen. Und deshalb will ich das noch mal einmal für alle hier sagen. Und dann fahren wir weiter fort. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke ist Frau Dr. Gesine Lötsch. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es geht um 60 Milliarden Euro. Das ist mehr als der gesamte Verteidigungsetat, damit wir einmal wissen, um welche Größenordnung es geht. Und diese 60 Milliarden will Finanzminister Lindner der Kontrolle des Bundestages weitgehend entziehen. Das ist ein Angriff auf das Parlament und auf das Grundgesetz. Ein denkbar schlechter Einstieg, Herr Lindner. In der Opposition hat die FDP ein solches Vorgehen als verfassungswidrig gebrandmarkt. Und auf einmal soll das alles verfassungskonform sein. Wir sagen Ihnen ganz klar, nein, das ist es nicht. Meine Damen und Herren, die alte Bundesregierung war der Auffassung, dass man die Pandemie mit Verordnungen bekämpfen könne. Der Bundestag wurde als Störfaktor ausgeschaltet. Und wir haben gesehen, wohin das führte. Maskendealer schossen wie Pilze aus dem Boden. Und in der Unionsfraktion konnten wir Anzeichen von Clan-Kriminalität erkennen. Ich erinnere nur an den CSU-Abgeordneten Nüsslein. Er hat sein Mandat missbraucht, um dubiose Geschäfte zu machen. Das ist nicht vergessen. Korruption darf nicht länger straffrei sein, meine Damen und Herren. Grundrechte einzuschränken und dem Parlament die Kontrollrechte zu entziehen, das ist einer Demokratie unwürdig. Wenn Sie mehr Fortschritt wagen wollen, dann geht das nur in Anlehnung an Willy Brandt mit mehr Demokratie. Ohne Demokratie gibt es keinen Fortschritt, meine Damen und Herren. 240 Milliarden Euro hat der Bundestag für die Bekämpfung der Pandemie als Kreditermächtigung bewilligt. 60 Milliarden wurden nicht ausgegeben. Warum nicht, fragen wir. Haben wir etwa genügend Luftfilter in den Schulen? Nein. Haben wir etwa ausreichend Pflegekräfte? Nein. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Haben wir ausreichend Impfstoffe? Auch das nicht. Das ist doch nicht zu fassen, meine Damen und Herren. In der vergangenen Woche hat der Bundestag eine einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen. Über eine allgemeine Impfpflicht wird diskutiert. Und Ex-Minister Jens Spahn erklärte immer wieder, es ist ausreichend für alle da. Und dann kommt der neue Minister, Karl Lauterbach, macht eigenhändig, wie er uns gestern im Haushaltsausschuss erklärt hat, die Inventur und sagt, wir haben zu wenig. Es ist doch unglaublich. Wir sind voll in der vierten Corona-Welle und haben zu wenig Impfstoff. Das ist eine große Enttäuschung für uns und für die Menschen im Land, meine Damen und Herren. Sie haben viel Geld für die Rettung von DAX-Konzernen ausgegeben, aber Sie haben kein Geld ausgegeben für die Menschen, die sich mit 450-Euro-Jobs über Wasser halten mussten und ohne Kurzarbeitergeld vor dem Nichts stehen. Und Sie haben nichts unternommen, um ausgebildete Pflegekräfte wieder in den Beruf zurückzuholen. Ja, das kostet Geld, aber das Geld war auch da. Die alte Regierung war unfähig und unwillig, dieses Geld sinnvoll auszugeben, und darum wurde sie auch zu Recht abgewählt. Aber das Täuschungsmanöver von Herrn Lindner hat doch nur einen einzigen Grund. Sie brauchen dringend Geld, und Sie wollen nicht die Steuer für die Vermögenden erhöhen. Sie verhalten sich nicht wie ein Bundesfinanzminister. Sie verhalten sich wie ein Vermögensverwalter der Superreichen. Und da kann ich nur sagen, die Aufgabe verfehlt, meine Damen und Herren. Und ich fordere SPD und Grüne ganz deutlich auf, machen Sie dieses Spiel nicht mit. Sie hatten in Ihren Wahlprogrammen erklärt, Sie wollen die Vermögenden heranziehen zur Finanzierung dieses Landes, und davon dürfen Sie sich nicht verabschieden. Das ist unser Appell an Sie, meine Damen und Herren. Also,
Ziehen Sie diesen Nachtragshaushalt zurück und übernehmen Sie unseren sinnvollen Vorschlag. Wir wollen eine Vermögensabgabe für das reichste 0,7%, ich wiederhole 0,7% der Bevölkerung in diesem Land. Da hätten wir hohe Einnahmen. Das wäre der richtige Weg. Das wäre sozial gerecht und nachhaltig. Vielen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Otto Fricke. Danke für die Minute. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in 2 Minuten habe ich mir überlegt, wie erklärst du es eigentlich als Mitglied einer Mitte-Gelb-Koalition der Opposition rechts, links und, naja, da müssen wir noch mal drüber reden. Also, ich will es einfach machen, weil ich mich mehr an die CDU wende, weil ich da noch hoffe, dass der Verstand noch zurückkehrt, nachdem man eigentlich ja hier nichts anderes macht, als dass man inneren Stress, den man hat, versucht, durch einen äußeren Feind zu ersetzen. Das wird Ihnen auf Dauer nicht gelingen. Versuchen wir es so. Es gibt Covid, das bekämpfe ich, das mache ich mit aktuellen Mitteln. Und es gibt Long-Covid, da muss ich mich auch mit beschäftigen. Und in der Wirtschaft, liebe CDU, nur wie Sie es jetzt wieder getan haben, auf Jährlichkeit zu gucken, was mache ich heute und jetzt, ist genauso dumm wie der Ansatz zu sagen, ich bin für null Neuverschuldung. Das ist wie, wenn Sie übrigens einem Häuslebauer sagen, warte mal, bis du 62 bist und genug Geld gespart hast und dann fängst du an zu bauen. Wir schauen auf die nächsten Jahre mit dem, was wir hier mit diesem Nachtrags Haushalt vorlegen. Und das bedeutet ganz einfach und verkürzt, wir haben bei dem Thema Investitionen ein Defizit. Dieses werden wir in den nächsten Jahren nachholen. Dafür nehmen wir einen Fonds, der vom Parlament begleitet wird. Wir werden in Haushaltsberatung 2022 diesen Fonds intensiv beraten und Frau Kollegin Lötsch eben dann auch als Parlamentarier intensiv beraten. Und wie ist der Fonds dann zu gestalten? So wie das Verfassungsgericht es beim Thema Nachhaltigkeit gesagt hat. Wir sorgen an der Stelle dafür, dass das, was für die Wirtschaft langfristig notwendig ist und nicht nur das, was kurzfristig nötig ist, erfolgen kann, zeigen, dass wir diese Planung machen und geben damit die Sicherheit, die Sie in den letzten 4 Jahren als CDU, CSU nicht gegeben haben. Und zum Schluss noch eine kleine Anmerkung. Weil hier von allen Seiten immer wieder behauptet wird, ja, da machen Sie neuen Schulden. Erstens, keine neuen Schulden. Das ist der essentielle Unterschied zu dem, was Sie als CDU gemacht haben, in der letzten Legislatur zusätzliche Schulden aufzunehmen. Zweitens, wir werden in der übernächsten Debatte 350 Milliarden an Garantien und Krediten streichen. Das heißt, diese Koalition geht nicht nur hin und sagt, das, was wir haben, nutzen wir, wo wir es brauchen, sondern sagt auch da, wo wir es nicht brauchen, streichen wir Kreditermächtigung. Das ist moderne Politik aus der Mitte. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Carsten Körber. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am Sonntag feiern wir den 4. Advent. Nächste Woche ist Heiligabend. Und die Weihnachtszeit am Jahresende ist doch für uns alle eine ganz besondere Zeit. Zeit der Ruhe und Zeit der Besinnung. Und sie ist auch die Zeit der frohen Botschaft. In der Bibel verkündet ja Erzengel Gabriel Maria die Geburt Jesu. Und da dachte sich jetzt offenbar die links-gelbe Ampelkoalition, wir haben doch jetzt auch eine frohe Botschaft. Und diese Botschaft lautet, Geld spielt keine Rolle und der Zweck heiligt die Mittel. Sehr geehrter Herr Finanzminister, lieber Herr Lindner, ich muss mich doch schon sehr wundern. Denn ich, wie auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch, haben noch sehr gut im Ohr, wie Sie und Ihre Kollegen von der FDP in den vergangenen Jahren die Haushaltspolitik der Großen Koalition gegeißelt haben, als es darum ging, diesem Land und seinen Menschen durch die Corona-Pandemie zu helfen. Und die Corona-Pandemie hat uns seit Anfang vergangenen Jahres fest im Griff und vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Und diese Herausforderungen waren genauso wie die Maßnahmen, sie zu bekämpfen, wahrhaft historisch. Aber ausschließlich die Corona-Pandemie war die Ursache für die Nachtragshaushalte in den vergangenen beiden Jahren.
Und dieses und nichts anderes war für uns als Union die Begründung, von der schwarzen Null abzuweichen. Und die vergangene Große Koalition hat gehandelt, wie sie damals handeln musste. Und wir haben für 2021 eine Nettokreditaufnahme von bis zu 240 Milliarden Euro beschlossen. Aber das, sehr geehrter Herr Finanzminister, das, was Sie jetzt vorhaben, das ist ein haushaltspolitischer Sündenfall. Und das direkt in Woche 2 Ihrer Regierungszeit. Was haben Sie vor? Sie wollen 60 Milliarden Euro in den Energie- und Klimafonds schieben. So weit, so gut. Aber wo kommt das Geld her? Im vergangenen Jahr 2020 lag der Rahmen der Corona-bedingten Nettokreditaufnahme bei bis zu 217 Milliarden Euro. 130 Milliarden wurden im vergangenen Jahr zur Bekämpfung der Corona-Pandemie tatsächlich in Anspruch genommen. Immerhin 87 Milliarden wurden nicht in Anspruch genommen. In diesem Jahr haben wir eine Nettokreditaufnahme von bis zu 240 Milliarden Euro. Natürlich eine Nettokreditaufnahme von historischem Ausmaß. Bisher wurden in diesem Jahr allerdings davon 180 Milliarden in Anspruch genommen. Und die wurden zielgerichtet in diesem Jahr zur Pandemiebekämpfung eingesetzt. Ganz so, wie es Artikel 115 Grundgesetz mit der Ausnahme von der Schuldenregel vorschreibt. Aber da bleiben doch noch 60 Milliarden offen. Diese werden aktuell nicht für Corona benötigt. Eine seriöse Regierung würde jetzt diese 60 Milliarden nicht in Anspruch nehmen. 60 Milliarden, die von unseren Kindern und Enkeln in der Zukunft nicht zurückgezahlt werden müssten. Das aber, sehr geehrter Herr Finanzminister, ficht Sie offenbar nicht an. Sie wollen diese 60 Milliarden Schulden trotzdem aufnehmen. Schlimmer noch, Sie wollen diese zweckgebundenen Mittel umwidmen. Klimaschutz ist Ihre Begründung, klingt ja total gut, aber am Ende des Tages heiligt der Zweck eben doch nicht die Mittel. Sie wollen letztlich Geld für die Zukunft bunkern. Sie wollen dafür eine Haushaltsrücklage über Kredite finanzieren und verletzen damit erstens das Haushaltsgebot der Jährlichkeit, weil Sie erst frühestens ab 2023 an diese Mittel dran wollen. Und mit der Umwidmung zum Klimaschutz verletzen Sie zweitens zudem Artikel 115 Grundgesetz, da die Ausnahme von der Schuldenregel ausschließlich mit der Pandemie begründet wurde. Und diese Begründung lassen Sie jetzt fallen und versuchen, den Klimawandel generell als außergewöhnliche Notsituation zu definieren. Damit versetzen Sie, sehr geehrter Herr Finanzminister, der Sie doch immer eigentlich Fan der Schuldenbremse waren, der Schuldenbremse den Todesstoß. Und drittens, Sie verletzen mit Ihrem Tun auch das Wirtschaftlichkeitsgebot. Für Geld, das nicht gebraucht wird, dürfen keine Kredite in Anspruch genommen werden. Gegen all diese Regeln verstoßen Sie. Und dann fragt man sich, warum tun Sie das? Ganz einfach. Sie haben zu vieles versprochen. Und das fällt Ihnen jetzt auf die Füße. Deshalb kommen Sie jetzt mit einem rechtlich höchst zweifelhaften Konstrukt. Eins kann ich Ihnen sagen, die Union wird Ihnen diesen Nachtragshaushalt so nicht durchgehen lassen. Wir werden uns in Karlsruhe wiedersehen. Sehr geehrter Herr Lindner, das, was Sie hier abliefern, das ist kein Signal Ihrer Handlungsfähigkeit und auch kein Ausdruck von Gestaltungswillen. Das ist ein haushaltspolitisches Armutszeugnis. Ein Armutszeugnis, das man von einem aufrechten Liberalen so nicht erwartet hätte. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Bettina Hagedorn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,
Ich habe hier schon ein bisschen ein Déjà-vu, wenn ich so an die Debatten der letzten Jahre denke und denke mir so als Sozialdemokratin, wir sind wahrscheinlich diejenigen, die noch am ehesten nicht mit ihren Zitaten aus der Debatte des Nachtragshaushalts 2020 konfrontiert werden können. Denn wir fanden es damals richtig, was wir gemeinsam in der Großen Koalition auf Vorschlag von unserem Finanzminister Olaf Scholz gemacht haben, indem wir nämlich 28 Milliarden Euro mit dem zweiten Nachtragshaushalt für Zukunftsinvestitionen in den EKF verbracht haben. Übrigens mit der Zustimmung und dem Beifall der CDU-CSU-Fraktion und dem Protest der FDP. Ja, das ist richtig. Aber heute ist das Instrument, und zwar eigentlich exakt das gleiche Instrument, was wir damals angewandt haben, natürlich immer noch richtig. Und es ist auch verfassungskonform. Und darum möchte ich kurz zitieren. Ich würde gerne mehr zitieren. Das lässt meine Redezeit nicht zu. Aber es lohnt sich für Sie alle, das nachzulesen. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat sich nämlich damals mit diesem Haushalt ausführlich beschäftigt. Und ich möchte nur aus der Zusammenfassung der vielen Seiten Folgendes vorlesen. Mit der letzten Zielsetzung, längerfristig verbundene nachhaltige Wirtschaftseffekte tragen dazu bei, im Interesse zukünftiger Generationen aktiv zu werden. Und vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Unsicherheiten hinsichtlich der Krisendauer erscheinen die Maßnahmen geeignet und darum erforderlich. Lesen Sie das bitte gerne alles noch mal ausführlich nach, weil dazu werden wir ja noch Gelegenheit haben. Und darum möchte ich sagen, es ist hier schon gesprochen worden von den Brücken, die in die Zukunft führen sollen, dass es darum wichtig ist, auch die Zielsetzungen von Maßnahmen nachzujustieren und nachzuschärfen, und nichts anderes tun wir. Und wir tun vor allen Dingen das, dass wir nämlich die Milliarden, die wir für Investitionen zur Überwindung der Krise bereitgestellt haben, auch wirklich für die Zukunft weiter einsetzbar halten. Und das, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen von der Union, ist doch etwas, was uns auch in der Vergangenheit gemeinsam getragen hat. Und es sei mir der Hinweis gestattet, wir haben es nicht nur hier im Deutschen Bundestag getan mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2020, wir haben es auch auf europäischer Ebene getan. Und wir haben es übrigens auch schon in der Großen Koalition in der Finanz- und Wirtschaftskrise getan. Das probate Mittel und unser gemeinsamer Geist war immer davon getragen, dass man in die Krise nicht hineinsparen darf, sondern dass man sie überwinden muss im Sinne der Menschen. Im Sinne der Menschen, die beschäftigt sind, die bleiben müssen. Im Sinne der Unternehmen, die die Prosperität in unserem Land erzeugen. Im Sinne auch unserer europäischen Nachbarn. Das Stichwort Europa habe ich schon genannt, weil nur wenn es unseren europäischen Nachbarn gut geht, können sie bei uns einkaufen. Und wir sind eine Exportnation und wir leben davon, dass es uns allen in Europa gut geht. Und darum haben wir in der letzten Großen Koalition gemeinsam mit Angela Merkel, gemeinsam mit Ursula von der Leyen 750 Milliarden Euro verfügbar gemacht in Europa, einen Eigenmittelbeschluss hier im Deutschen Bundestag herbeigeführt. Warum denn? Um die Krise in ganz Europa zu bekämpfen. Und dazu gehört eben nicht nur, dass man die Krankenhäuser stabilisiert, dass man Impfstoffe einkauft, Masken und so weiter mehr. Dazu gehört auch, dass man die Menschen in Beschäftigung hält, dass man Massenarbeitslosigkeit vermeidet, dass man dafür sorgt, dass es den Familien, dass es den Kindern gut geht, dass in die Schulen, in die Kitas investiert werden kann. Und all das ermöglichen wir in Deutschland und in Europa. Und liebe Kollegen von der CDU/CSU, das war letztes Jahr richtig und das bleibt auch in diesem Jahr richtig. Und weil das so ist, und weil ich ganz viele von Ihnen aus der Zusammenarbeit gut kenne und sehr schätze, würde ich mir wünschen, dass Sie Ihre neue Oppositionsrolle wirklich an der Stelle einsetzen, wo es möglich erforderlich ist. Wir leben hier vom Streit im Deutschen Bundestag. Aber das, was Sie hier machen, das ist im höchsten Maße inkonsequent und damit unglaubwürdig. Und es schadet unserem Ansehen als Politik insgesamt. Und darum bitte ich Sie, überdenken Sie das doch noch mal. Der breite Konsens, den wir hier in diesem Haus entwickelt haben, zur Überwindung der Krise im Deutschen Bundestag und in Europa insgesamt. Der ist richtig, der bleibt richtig und das ist die Grundlage dafür, dass die Menschen uns vertrauen und dass sie der Demokratie vertrauen. Das gemeinsam zu stärken, darum geht es auch. Und weil das so ist, bedanke ich mich für den guten Entwurf, empfehle ihn zur Zustimmung im Januar. So lange können wir debattieren. Wir machen noch eine Anhörung, hat der Haushaltsausschuss gestern beschlossen. Wir nehmen Ihre Bedenken ernst.
Aber bitte erinnern Sie sich an das, was Sie noch im letzten Jahr für richtig gehalten haben. Es war richtig. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, hat der Abgeordnete Helge Braun das Wort zu einer Kurzintervention. Ja, liebe Frau Kollegin Hagedorn, Sie haben gesagt, wir wären inkonsequent und unglaubwürdig in unserer Position. Aber deshalb möchte ich Sie fragen, ob Sie nicht Folgendes auch einmal überdenken wollen. Wenn das, was hier geschieht, 60 Milliarden Euro werden in die Zukunft verschoben an Schulden und werden für, wie Sie gesagt haben, Brücken in die Zukunft verwendet. Und damit, wenn wir das in Zukunft zum Standard unserer Haushaltspolitik machen, haben wir der Höhe nach keine Begrenzung der ausgabenfinanzierten Schulden in den nächsten Jahren. Und das ist das exakte Gegenteil von dem, was die Schuldenbremse vorsieht. Und deshalb will ich auch, weil der Bundesfinanzminister so auf die freundschaftliche Zusammenarbeit im Haushaltsausschuss hingewiesen hat, auf die freue ich mich auch. Aber ich bitte auch um eins, mich nicht dafür, was Sie hier machen, in die Mithaftung zu nehmen, weil erstens, das, was ich im Januar gefordert habe, war das, was die FDP massiv bekämpft hat. Also, dass Sie eine 180-Grad-Wende machen, das ist schon mal sehr, sehr eindeutig. Das Zweite, das, was ich damals gesagt habe, war sehr klar. Wir waren damals in einer finanziell schwierigen Lage in Corona. Und wenn wir dauerhaft die Schuldenbremse nicht einhalten müssen, brauchen wir dafür eine gesetzliche Grundlage. Im Juni hat der Stabilitätsrat aber sehr deutlich gesagt, wir können im Jahr 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten. Damit ist das obsolet, und deshalb will ich es hier nur noch mal sagen. Anders als Sie sich das wünschen, liebe Frau Hagedorn, wir werden und auch ich persönlich werde dem vorgehen, was Sie hier haben, nicht die Hand reichen. Das ist die Axt an der Schuldenbremse. Frau Hagedorn, möchten Sie antworten? Bitte. Ja, das möchte ich. Lieber Kollege Braun, dieser Nachtragshaushalt ist nicht die Axt an der Schuldenbremse. Und ich habe im Übrigen in meinem Redebeitrag auch gar nicht auf Sie abgezielt und Ihre Äußerung. Das waren andere Kollegen hier in der Debatte. Aber Fakt ist doch, dass Sie im letzten Jahr mit Ihren Bemerkungen nicht etwa von uns oder anderen, sondern von der eigenen Partei und der eigenen Fraktion gestoppt worden sind, die ein lautes Nachdenken über die Schuldenbremse nicht haben wollte. In unserem Koalitionsvertrag haben wir uns alle gemeinsam darauf verpflichtet, die Schuldenbremse einzuhalten. Und das ist auch gut so, weil wir doch gerade erleben, dass die Schuldenbremse, so wie sie im Grundgesetz steht, eben auch in einer Krise die finanziellen Spielräume ermöglicht, die erforderlich sind, um diese Krise zu bekämpfen. Wir, mit der Zustimmung des Deutschen Bundestages, haben wir doch diese Krise von nationaler Tragweite ausgerufen und damit Spielräume im Haushalt, die sinnvoll sind. Und darum muss die Schuldenbremse auch nicht im Grundgesetz verändert werden. Wir wollen sie einhalten, weil wir davon ausgehen, dass wir die Konsequenzen aus der Pandemie ab 2023 so weit im Griff haben, dass man das bewältigen kann, ohne in die Krise reinzusparen. Das glauben wir, und dafür ist das, was wir jetzt machen, ein probates Mittel, das wir in der Großen Koalition auch schon erprobt haben, indem wir 28 Milliarden Euro in den EKF geschickt haben. Und das ist richtig, ich habe auf den wissenschaftlichen Dienst verwiesen, weil es zulässig ist, nicht nur medizinische Maßnahmen zu ergreifen mit diesen Mitteln, sondern sehr wohl auch in die Stabilität der Gesellschaft und vor allen Dingen der Wirtschaft zu investieren. Und das war damals richtig und das bleibt richtig. Und darum, und nur das habe ich gemeint, ich habe die Zusammenarbeit mit Ihnen immer geschätzt, mit Ihnen allen. Und darum würde ich auch gerne weiter auf diese Art und Weise mit Ihnen zusammenarbeiten. Auch die Grünen und wir Sozialdemokraten haben damals in der Griechenland-Krise, ich möchte daran erinnern, als Opposition sind wir nicht der Versuchung erlegen, einfach dagegen zu sein, sondern wir haben sie unterstützt, obwohl wir viele Maßnahmen im Detail nicht richtig fanden damals. Und daran appelliere ich, nur daran, weil das, was damals richtig war, nämlich vor einem Jahr, das bleibt jetzt auch richtig und es ist die Grundlage für diesen Nachtragshaushalt. Vielen Dank.
Zu seiner ersten Rede bitte ich nun den Abgeordneten Dr. Sebastian Schäfer ans Rednerpult für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, als Bund nehmen wir in diesem Jahr Kredite in Höhe von bis zu 240 Milliarden Euro auf. Das ist ungefähr die Hälfte der Wirtschaftsleistung von Baden-Württemberg. Das ist eine gewaltige Summe. Der geltende Bundeshaushalt wurde noch von der Großen Koalition beschlossen und nicht von unserer Fortschrittskoalition. Und dennoch kann ich sagen, der Beschluss dieser Rekordverschuldung ist auch in der Großen Koalition nicht leichtfertig erfolgt. Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel hat im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von der größten Krise in unserem Land seit dem Zweiten Weltkrieg gesprochen. Und leider müssen wir in diesen Tagen feststellen, dass die Krise nicht nur nach wie vor anhält, sondern sich noch einmal verschärft hat, mit extremen Belastungen unserer Pfleger und Ärztinnen in den Kliniken und einer furchtbar hohen Zahl von Menschen, die jeden Tag an und mit Corona versterben. Auch unsere Wirtschaft ist weiterhin schwer von der Krise betroffen. Wir alle hier, außer die, die die Krise lieben, hätten uns eine V-förmige Erholung der Wirtschaft gewünscht. Aber das tritt leider nicht so ein. Gerade haben das Münchner IFO-Institut und das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle ihre Wachstumsprognosen für 2022 teils deutlich nach unten korrigiert. Es besteht also weiterhin die Notwendigkeit, die wirtschaftliche Erholung mit staatlichen Investitionen zu stabilisieren. Wenn unser Land ökonomisch stabil ist, Frau Hagedorn hat es gesagt, profitieren davon auch unsere europäischen Nachbarn, mit denen wir wirtschaftlich so eng verflochten sind. Wir tragen auch dafür Verantwortung. Und jenseits aller notwendigen Solidarität, wir haben auch was davon. Mit dem Klima- und Transformationsfonds und mit diesem Nachtragshaushalt geben wir die richtige Antwort auf die wirtschaftliche Herausforderung der Pandemie. Damit können die Investitionen umgesetzt werden und private Investitionen weiter angereizt werden, die ausgeblieben sind in der Pandemie. Wir müssen dem Geld eine neue Richtung geben. Die Transformation unserer gesamten Wirtschaft zur Klimaneutralität, die Dekarbonisierung insbesondere der Industrie, das ist eine gigantische Herausforderung. Ich vertrete den Wahlkreis Esslingen im Deutschen Bundestag. Wir haben einen hohen Anteil an industrieller Wertschöpfung mit vielen gut bezahlten Arbeitsplätzen. Das ist bei vielen von Ihnen hier ähnlich, nicht nur in Baden-Württemberg. Und wir brauchen diese gut bezahlten Arbeitsplätze, diese industrielle Wertschöpfung, die wir in Deutschland haben, auch in Zukunft. Dafür nehmen wir jetzt Geld in die Hand, um die Corona-Pandemie wirtschaftlich schnell zu überwinden und diese notwendige Transformation zu einem Erfolg zu machen für unser Land. Wir gehen aber nicht nur den Investitionsrückstand in der Ampelkoalition an. Wir schaffen mit einem modernen Einwanderungsgesetz auch die Grundlage, mit der zunehmend schwierigeren demografischen Entwicklung in unserem Land umzugehen. Mit dem Spurwechsel nutzen wir die Potenziale, die jetzt schon in unserem Land vorhanden sind, statt diese weiter brachliegen zu lassen. Wir haben viel nachzuholen. Viel zu viel ist liegen geblieben in diesen letzten Jahren, trotz guter Steuereinnahmen und immer niedrigerer Zinsbelastungen für die öffentlichen Haushalte. Dafür schaffen wir jetzt die Grundlage mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt und dann im neuen Jahr mit dem regulären Bundeshaushalt 2022. Wir gehen sorgsam mit den öffentlichen Mitteln um in dieser Koalition. Auch das verbindet uns. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war übrigens zeitlich eine Punktlandung. Herzlichen Glückwunsch dazu. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Florian Osner.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der neue FDP-Finanzminister, heute erstaunlich zurückhaltend in seiner Rede zum Nachtragshaushalt, offensichtlich sind Sie selbst nicht derart überzeugt von Ihrem ersten Meisterstück, ist offenbar ein großer Fan des Schriftstellers Mark Twain nach dem Motto: Von jetzt an werde ich nur so viel ausgeben, wie ich einnehme, selbst wenn ich mir dafür Geld borge. Anders kann ich mir nämlich nicht erklären, wie das Versprechen der soliden Finanzen des Ministers keine Woche nach Amtsantritt gehalten hat, nochmals 60 Milliarden Euro für die Finanzierung nebulöser Projekte abzuzweigen, ist einfach inakzeptabel und verfassungsrechtlich mehr als bedenklich. In diesem Jahr wurde wegen der Pandemie eine gigantische 240 Milliarden Euro Kreditlinie aufgenommen, eine unvorstellbare Summe. Hiervon wurden Gott sei Dank rund 60 Milliarden Euro nicht benötigt, was grundsätzlich positiv ist. Also statt 240 Milliarden Euro Zusatzschulden nur in Anführungszeichen 180 Milliarden Euro zusätzliche Belastungen für die deutsche Bevölkerung. So würde man als Normalsterblicher denken, aber nein. Nicht so in der Finanzierungslogik der Ampelkoalition. Die neue Bundesregierung aus SPD, Grüne und FDP plant nun stattdessen, diese Mittel dem sogenannten Energie- und Klimafonds gutzuschreiben. Man kann sich durchaus fragen, was der frisch gewählte Finanzminister dazu noch vor ein paar Wochen gesagt hätte, wäre jetzt nicht selbst an der Regierung beteiligt. Auch ganz nach dem neuen FDP-Fraktionschef Dürr: Karriere kann man nur machen, wenn man verfassungswidrige Haushalte vorlegt. Damals galt es noch für die SPD, jetzt gilt es für die FDP. Ist das, was Sie hier machen, Herr Lindner, in der Tat Ihr Verständnis vom richtig Regieren der FDP? Für uns als CDU-CSU-Fraktion hat dies jedenfalls nichts mit seriösem Wirtschaften zu tun. Auch die Begründung der links-gelben Koalition für diesen zweiten Nachtragshaushalt ist mehr als fragwürdig, denn wenn die Mittel nun für Klimainvestitionen in den kommenden Jahren genutzt werden, fehlt der Bezug zur Pandemienotlage mit der Aussetzung der Schuldenbremse gemäß Artikel 115, ja ursprünglich begründet war. Im Falle von Naturkatastrophen steht da und außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen aufgrund des Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden. Klarer Fall. Nun waren aber die Mittel ausreichend für dieses Jahr. Es besteht überhaupt kein Grund, nun zusätzliche Geldmittel in einem Fonds zu parken, es sei denn, man möchte diese Gelder überhaupt nicht für katastrophenbedingte Ausgaben verwenden. Und da bin ich schon froh, dass auch mittlerweile der Bundesminister Habeck, für den ja dieses große Geschenk mittlerweile da ist, die erste halbe Stunde hat er nicht der Debatte beigewohnt. Ich denke, liebe Ampel, diese Buchungstricks können und dürfen wir Ihnen als CDU-CSU nicht durchgehen lassen. Würde man nun der Argumentation der Ampelkoalition folgen, hätten wir aufgrund des Klimawandels und der notwendigen Transformation der Wirtschaft eine permanent außergewöhnliche Notsituation, die eine über die 0,35%-Regel hinausgehende Neuverschuldung im Bundeshaushalt ermöglichen würde. Dies hätte eine dauerhafte Aussetzung der Schuldenbremse zur Folge, ja sogar die komplette Auflösung dieser Schuldengrenze. Ein Schelm. Wer Böses dabei denkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Klimapolitik dringt Rot-Grün-Gelb darauf, auch völlig zu Recht die Belange der nächsten Generation zu berücksichtigen. In der Haushaltspolitik scheint der neuen Bundesregierung die Generationengerechtigkeit jedoch absolut egal zu sein. Wie passt das zusammen? Die FAZ kommentierte aus meiner Sicht sehr zutreffend den Nachtragshaushalt am letzten Freitag wie folgt: In normalen Jahren erlaubt die Schuldenregel eine Neuverschuldung von etwa 12 Milliarden Euro. Das zeigt, es geht hier jetzt nicht nur um einen Schluck aus der Pulle, sondern um das Leersaufen gleich mehrerer Kanister. Zitat Ende. Es
Es ist und bleibt falsch, weshalb wir als Union diesen völlig unnötigen Nachtragshaushalt ablehnen und auch eine gerichtliche Überprüfung durchführen. Alles andere wäre auch völlig unverantwortlich. Der Hessische Staatsgerichtshof, heute schon mehrfach zitiert, hat in einem ähnlichen Fall ja dazu bereits entschieden, dass kreditfinanzierte Maßnahmen zur Krisenbewältigung nicht nur geeignet, erforderlich und angemessen, sondern auch final auf die Beseitigung der Notsituation gerichtet sein müssen. Verheerend ist aus meiner Sicht auch die Signalwirkung an unsere europäische Familie. Wie sollen wir unsere Europartner von einer soliden Haushaltsführung überzeugen, um den Euro stabil zu halten, falls wir selbst die größten Sünder sind? Als stärkste Volkswirtschaft Europas haben wir nicht nur das meiste Risiko zu tragen, sondern auch unmissverständliche Vorbildfunktion zu erfüllen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Das alles hier ist nicht gegeben und weit entfernt von dem, was man als nachhaltige Haushaltspolitik bezeichnen kann, zumal ab dem Jahr 2026 die Pandemieschulden getilgt werden und ein deutlich geringerer Handlungsspielraum für zukünftige Investitionen besteht. Deshalb abschließend: Auf Schuldenbergen kann man keine Zukunft bauen. Diese bilden eben kein dauerhaft festes Fundament. Herzliches Vergelt's Gott fürs Zuhören. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Andreas Schwarz. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren an den Fernsehbildschirmen. Max Frisch hat mal gesagt, Krise ist ein produktiver Zustand, man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Ja, wir sind in einem starken Land mit einem starken Staat. Wir haben kreative Unternehmen und wir haben fleißige Menschen, die hier arbeiten. Ja, und dieses Land war wahrlich gefordert in den letzten 2 Jahren. Und wir waren auch produktiv. Und ich werde Ihnen auch sagen, warum. Fangen wir bei den Menschen an. Die mussten ihr Leben ändern, und sie haben das angenommen. Von Maskenpflicht, Abstandspflichten und, und. Wir haben in einer Rekordzeit einen Impfstoff entwickelt. Das zeigt die klugen Köpfe in unserem Land. Wir haben Test- und Impfzentren in Betrieb genommen. Unser Krankensystem wurde hochgefahren, um mit den Problemen fertig zu werden. Es wurden finanzielle Hilfen schnell organisiert, um Arbeitsmarkt und Wirtschaft zu stabilisieren. Ja, und zwischendurch waren auch noch ein paar kleine und große Wahlen in dem Land. Das heißt, es musste sich eine neue Regierung finden und bilden. Das ist auch schnell passiert. Sie kam auch zügig in den Arbeitsmodus und legt auch hier ganz schnell Gesetze vor. Wir haben einen Gestaltungs-, auch einen Fortschrittswillen. Wir haben am Ende auch sehr viel Verantwortung zu tragen. Meine Damen und Herren, trotz der Pandemie, die uns sicherlich viel abverlangt hat, wird mit Sicherheit auch feststehen, die wird auch noch ein bisschen dauern. Und wir müssen Gesundheit, Gesellschaft, Wirtschaft weiter stabilisieren. Während Karl Lauterbach gerade ausreichend Impfstoff für die Menschen im Land organisiert, kümmert sich unser Finanzminister um die notwendige finanzielle Boosterimpfung für unsere Wirtschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade weil die Situation so ist, wie sie ist, müssen wir die wirtschaftlichen Auswirkungen weiterhin genau im Auge behalten und alles dafür tun, die deutsche Volkswirtschaft wieder auf einen langfristigen, nachhaltigen Wachstumspfad zu führen. Das schafft Generationengerechtigkeit, weil wir in die Zukunft investieren und die Zukunft im Blick haben. Dafür benötigen wir hier mit dem vorgelegten zweiten Nachtragshaushalt diese 60 Milliarden Euro, die wir in den Energie- und dann Stabilisierungsfonds oder Transformationsfonds überführen werden. Wir nutzen einfach nicht genutzte Kredite, weil wir die in dem Land aufgrund der Pandemie gerade nicht ausgeben konnten. Und, liebe ehemaligen Koalitionspartner der Union, das haben wir im letzten Jahr ja auch schon erfolgreich mit 26 Milliarden Euro getan. Und ich bin mir sicher, dass das auch mit unserer Verfassung konform geht. Warum diesen Optimismus, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger? Ziel ist es, wir wollen nachhaltig aus der Krise kommen, um Fortschritt für dieses Land zu organisieren. Man spart nicht in die Krise, weil das kostet uns und unseren nachfolgenden Generationen Zukunft. Es geht um Digitalisierung, Transformation und Klimaschutz.
Und über das entscheiden wir hier in diesem Parlament ja gemeinsam, wie Geld wann wo ausgegeben wird. Also keine Angst. Und gerade Klimaschutzmaßnahmen sind von besonderer Bedeutung. Ich erinnere hier an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das uns einiges an Hausaufgaben ja aufgegeben hat, um unser Land zukunftsfähig zu machen, Arbeitsplätze zu sichern und die Menschen in diese neue Zeit zu begleiten. Sie merken, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht um Investitionen, die über das normale Maß eines Bundeshaushalts hinausgehen. Neben der Pandemie geht es um Transformation und Wachstum in diesem Land. Und dies gleichzeitig unter erschwerten konjunkturellen Bedingungen. Wir werden die öffentlichen Investitionen verstärken und durch eine weitere Steigerung auch private Investitionen nachhaltig anstoßen. Das schafft Anreize und es schafft vor allem auch Planungssicherheit für die Menschen in diesem Land, aber auch für die Unternehmen in diesem Land. Dies ist eine wichtige Signalwirkung und setzt klare Impulse, die notwendig sind für unsere Wirtschaft. Letztendlich ist es nicht nur eine deutliche Weiterführung unserer Hilfsmaßnahmen zur Überwindung der Pandemie, sondern es ist auch ein sichtbarer Einstieg zur nachhaltigen Finanzierung zur Überwindung der Klimakrise. Das sichert nicht nur vorhandene Arbeitsplätze, sondern sorgt auch für weitere Beschäftigungsmöglichkeiten und vor allen Dingen für starke Impulse für unsere Wirtschaft. Ich nenne das Krisenbewältigung erster Klasse, die wir hier mal vornehmen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir leisten uns mit unserer Finanzpolitik weiterhin einen starken und deutlichen Beitrag, damit der soziale und der wirtschaftliche Frieden in diesem Land und auch der Erfolg in diesem Land gesichert wird. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, mit diesem Nachtrag zum Bundeshaushalt setzen wir klare Impulse für das Land. Mir bleibt insofern nur kurz zum Beginn meiner Rede zurückzukommen und meine tiefste Überzeugung kundzutun. Krise ist durchaus ein produktiver Zustand. Und ich ergänze mit den Worten Helmut Schmidts: In der Krise bewahrt sich der wahre Charakter. Und dieses Land hat Charakter. In diesem Sinne danke und ich freue mich auf die weiteren Beratungen. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 300 an den Haushaltsausschuss vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 4. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Internationales Engagement für das Menschenrecht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit fortsetzen. Amt des Beauftragten der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit fortführen. Für diese Aussprache ist eine Dauer von 31 Minuten beschlossen. Ich bitte die Platzwechsel zügig vorzunehmen. Dann eröffne ich die Aussprache und das Wort hat als erster Redner für die CDU/CSU-Fraktion Michael Brandt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind froh, dass wir heute gleich zu Beginn der neuen Wahlperiode über ein Thema sprechen, das eine weitreichende Bedeutung für das Verhältnis dieses Hohen Hauses und auch der neuen Koalition zum Thema Grundrechte und Menschenrechte hat. Wir sind deshalb froh, weil wir hier alle sicher übereinstimmen, dass die Bundesrepublik Deutschland gerade auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte Menschenrechte aus gutem Grund zu einem Teil unserer Staatsräson gemacht hat. Das ist gut so, und das soll und das wird auch so bleiben. Wenn wir heute über die Fortführung einer jungen, aber sehr wirkungsvollen Institution sprechen, nämlich des Regierungsbeauftragten für weltweite Religionsfreiheit, dann reden wir über einen wichtigen deutschen Beitrag zum globalen Monitoring, zum aktiven Tun und über einen globalen Beitrag für Gewissensfreiheit und Glaubensfreiheit als einem ganz wichtigen Indikator für die Freiheit und Toleranz von Gesellschaften. 80% der Weltbevölkerung
rechnen sich einer Religion zu. Bittere Realität ist, dort, wo Religionsfreiheit aus welchen Gründen auch immer eingeschränkt wird, dort werden in den allermeisten Fällen regelmäßig auch wesentliche Grundfreiheits- und Menschenrechte eingeschränkt. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es gerade für ein Land wie Deutschland mit seiner international anerkannten Position ein Beitrag zur Religionsfreiheit und zur weltanschaulichen Freiheit insgesamt so wertvoll. Und deshalb ist es wichtig, diese wichtige Institutionen der Bundesregierung inklusive der Berichte an den Deutschen Bundestag weiter fortzusetzen und auch auf Dauer beizubehalten. Und wir haben nicht nur als Große Koalition dieses Amt mit guten Gründen eingerichtet. Wir haben dafür auch eine Person gefunden, die dieses Amt nach allgemeiner Einschätzung mit großer Gewissenhaftigkeit, mit großem Einsatz und auch mit notwendigem Feingefühl ausgefüllt hat. Ich glaube, ich darf hier im Namen des gesamten Hauses sprechen, wenn ich unserem Kollegen Markus Grübel hier einmal ganz herzlich dafür danke, mit wie viel Engagement und auch Empathie er diese Verantwortung übernommen und auch ausgefüllt hat. Vielen Dank, lieber Markus. An die neue Koalition und an ihre stärkste Fraktion, die SPD, möchte ich ausdrücklich den Appell und die Forderung richten. Die von uns gemeinsam 2018 erfolgte Einrichtung eines Religionsbeauftragten nach diesen Fortschritten und Erfolgen zu wahren, ihm die dauerhafte Verankerung zu geben, die dieses Amt mit all seinem Potenzial für die Menschenrechte verdient. Die neue Bundesregierung wird unter Beweis stellen müssen, wie wichtig ihr Menschenrechte tatsächlich sind. Das zentrale Menschenrecht auf Religionsfreiheit findet sich im neuen Koalitionsvertrag nicht ein einziges Mal, im Gegensatz zur Vereinbarung von vor 4 Jahren, kein Wort zu dieser wichtigen Aufgabe in der EU und in Deutschland. Ich höre, es gibt Bewegung bei dieser Frage, und wenn wir mit unserer Debatte und mit unserem Beitrag einen Beitrag dazu leisten, die neue Koalition auf den richtigen Weg zu bringen, dann tun wir das gerne. Menschenrechte sind immer konkret, handeln Sie auch konkret. Vielen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Frank Schwabe. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren! Menschenrechte sind unteilbar, universell und unveräußerlich. Man kann sie nicht mal abgeben, wenn man das selbst möchte. Sie gelten in Deutschland, und sie gelten eben aber auch in anderen Teilen der Welt. Und wir wollen alles dafür tun und alles dazu beitragen, dem auch Geltung zu verschaffen. Wir wollen, dass Menschen in Freiheit leben. Und Freiheit meint eben auch, Freiheit zu glauben, was man möchte, eine Religion auszuüben, einer Religion nachzugehen oder eben auch nicht. Und ich will daran erinnern, dass das natürlich auch eine Verpflichtung im Inland ist, wenn wir das im Ausland anmahnen. Und wir müssen immer daran denken, wenn wir über Moscheebauten, Minarette, Muezzinrufe und anderes reden, dass das für uns entsprechend auch gilt. Der Kollege Michael Brandt hat ja den Antrag gerade vorgestellt der Union, und im Antrag steht ja auch noch mal ausdrücklich drin, wie das Amt geschaffen wurde. Und ich will das auch unterstreichen. Das ist alles so richtig. Wir haben das gemeinsam auch auf eure Initiative so vereinbart, und wir haben einen Beauftragten für das Thema der Religionsfreiheit, aber eben auch der Glaubensfreiheit. Und das war Markus Grübel, der Erste, der das Amt ausgeübt hat, der das Amt wirklich geprägt hat, auch mit seiner Persönlichkeit, der ausgewogen agiert hat und ich denke, allseits geschätzt wurde. Deswegen will ich im Namen meiner Fraktion, aber wahrscheinlich auch von vielen anderen mehr, auch von uns herzlichen Dank sagen. Und das Amt wird bleiben. Das hat gestern Bundesministerin Svenja Schulze schon deutlich gemacht. Es gibt viele Menschen auf der Welt, aber auch in Deutschland, die Hoffnung haben in dieses Amt, die eben unterdrückt werden und gerne hätten, dass ihnen geholfen wird, dass ihnen zugehört wird. Und deswegen soll das Amt bleiben. Wir fangen also nicht bei Null an, nicht in Deutschland, aber auch nicht international. Wir haben den EU-Beauftragten für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, auch wenn die Stelle gerade nicht besetzt ist. Wir haben ein UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Glaubensfreiheit, Ahmed Shahid. Das war vorher mal Heiner Bielefeld, der das Amt, glaube ich, dort sehr geprägt hat.
Ich glaube, man muss klar machen, bei der Religions- und Weltanschauungsfreiheit geht es um das Recht von Religionsausübung. Es geht aber nicht so sehr um das Recht von Obrigkeiten, darüber zu entscheiden, wie Religion ausgeübt wird. Das Recht, eine Religion zu haben, ist ein Freiheitsrecht, und so muss es auch verstanden werden. Es ist ein individuelles Recht auf Ausübung von Religion und eben kein Kollektivrecht. Und deswegen will ich gerne Heiner Bielefeld, der wirklich eine führende Rolle international spielt, da auch noch mal zitieren. Ich starte mit dem Zitat: Die Religionsfreiheit schützt nicht religiöse Dogmen oder religiöse Werte als solche, sondern die Freiheit von Menschen, sich in Fragen von Religion frei zu orientieren, ohne Angst und ohne Diskriminierung in Freiheit. Zitat Ende. Ich will es also noch mal deutlich machen. Es geht nicht darum, irgendwie Obrigkeiten zu unterstützen, die definieren wollen, was Religion ist, wie Religion ausgeübt werden soll, sondern immer darum, Menschen die Freiheit zu geben, ihren Glauben, ihre Religion entsprechend auszuüben. Und das können viele Menschen auf der Welt eben leider nicht. Das ist das Problem. Nach den Zahlen des Pew Research Centers von 2019 ist es so, dass in 52 Ländern auf der Welt die Religionsfreiheit und die Freiheit von Religionsgemeinschaften hohen oder sehr hohen Restriktionen ausgesetzt ist, dass in 70 Ländern es Blasphemie- oder Antikonversionsgesetze gibt. Viele sind davon betroffen, weltweit, Juden, Christen, Muslime vor allem auch, aber auch kleinere religiöse Gruppen oder Religionsgemeinschaften wie die Ahmadiyya in Pakistan, die Baha'i im Iran oder die Kopten in Ägypten. Das ist nicht ausführlich, da könnte man viele andere Gruppen hinzufügen. All die verdienen unsere Aufmerksamkeit und unsere Unterstützung. Und in diesem Sinne will ich es noch mal betonen, Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist ein wichtiges Menschenrecht. Es darf aber nicht in künstlichen Gegensatz gesetzt werden zu anderen Menschenrechten, zum Beispiel zum Menschenrecht auf Meinungsfreiheit. Deswegen ist es manchmal ein nicht ganz einfacher Diskurs, den wir zu führen haben, aber es ist ein wichtiger, ein richtiger Diskurs, ein spannender Diskurs, und wir werden ihn auch in den nächsten 4 Jahren hier gemeinsam führen. Vielen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Jürgen Braun. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, unmittelbar vor Weihnachten sendet die grün-linke Ampel ein verheerendes Signal in die Welt. Mehr als 300 Millionen verfolgten Christen wird gesagt, eure Probleme sind kein Thema für die Bundesregierung. Ich habe dem Beauftragten für Religionsfreiheit, Markus Grübel, hier vor einem halben Jahr meinen Respekt ausgesprochen. Dank für die geleistete Arbeit. Aber ich sagte schon damals, dass die Religionsfreiheit in der deutschen Politik keine Lobby hat, außer der AfD. Und jetzt kann es jeder sehen. Jetzt kann es jeder sehen, die AfD hat wieder einmal Recht behalten. Die CDU kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie 16 Jahre lang Christenverfolgung kleingeredet hat. Sie hat den Begriff Christenverfolgung in den letzten Jahren sogar vermieden. Nur wir von der AfD prangern die Christenverfolgung offen an. Diese neue linksgrüne Regierung mit leichtem Gelbstich oder mit blass vergilbter Tönung interessiert sich gar nicht mehr für Christenverfolgung. Anfang November hat die Ampel überhaupt nicht reagiert, als die Veranstalter der Konferenz Christenverfolgung heute inständig baten, das Amt des Religionsfreiheitsbeauftragten weiterzuführen. Und der Koalitionsvertrag erwähnt das Amt auch mit keinem Wort. Sie wollten es stillschweigend abschaffen. Die verfolgten Christen können von einer Außenministerin Baerbock nichts erwarten. Aber die Anhänger der selbsternannten Völkerrechtlerin jubeln. Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Tja, wir als AfD wissen genau, was Sie damit meinen.
Grüne feministische Außenpolitik bedeutet High-Fives mit islamistischen Massenmördern, bedeutet europäische Politikerinnen auf Delegationsreise in Kopftüchern, bedeutet Unterwerfung der Frau unter den politischen Islam. Die Religionsfreiheit wird nicht durch alte weiße Männer eingeschränkt. Die Religionsfreiheit wird heute vor allem durch Kommunisten und Islamisten eingeschränkt. Die sogenannte Gleichstellungskommission der EU hat eine Empfehlung vorgelegt, auf der das Wort Weihnachten zu verzichten, weil es diskriminierend sei. So viel zu ihrer Christlichkeit und der ihrer EU-Kumpane aus Brüssel. Christen werden verfolgt, werden abgeschlachtet weltweit, gerade an ihren heiligsten Festen, gerade auch an Weihnachten und vor Weihnachten. Die neue Ampelkoalition wird für 300 Millionen verfolgte Christen zur Todesampel, unmittelbar vor Weihnachten. Auch wegen der Todesampel, Herr Braun, muss ich Sie auch noch mal bitten, auf die Wortwahl zu achten. Das habe ich vorhin gesagt, und das gilt auch für Ihre Fraktion wie auch für alle anderen. Aber jetzt begrüße ich zu seiner ersten Rede den Abgeordneten Max Lux für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, ich bezeichne mich als Christ, ich passe vielleicht als schwuler Katholik nicht in das Weltbild von einigen hier, aber eins habe ich durch meine Religion lernen können, nämlich dass die Würde eines jeden Menschen unantastbar ist. Und ich finde es unerträglich, was sich dieses Parlament hier teilweise bieten lassen muss. Meine Damen und Herren, in meiner Generation erlebe ich eine sehr, sehr hohe Sensibilität für Menschenrechtspolitik. Das ist, glaube ich, auch gut so, denn Menschenrechte müssen immer wieder aufs Neue erkämpft werden. Und das fordert auch der Blick auf die Religionsfreiheit weltweit ein. Das fordert zum Beispiel der Blick auf die dramatische Lage der Christinnen und Christen in Afghanistan ein, die nicht erst seit der Machtübernahme der Taliban in Angst vor Diskriminierung leben müssen. Das fordert genauso der Blick auf die Hazara in Afghanistan zum Beispiel, die seit der Machtübernahme der Taliban in Angst um ihr Leben fliehen müssen. Ich möchte ihr hier heute aber die Gelegenheit auch nutzen, um ganz besonders an die Jesidinnen und Jesiden zu denken, so an das Leid von Nadja Murad. Mit ihr hatten wir bei der Wahl des Bundeskanzlers vergangene Woche einen ganz besonderen Gast auf unserer Tribüne hier. Am 3. August 2014 wurde sie vom IS in ihrem Dorf gefangen genommen. Sie wurde versklavt, sie wurde vergewaltigt, weil sie der jesidischen Minderheit angehört. Für ihre Mutter und ihre Brüder kam jede Rettung zu spät. In Deutschland konnte sie Schutz finden und ist heute UN-Sonderbotschafterin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Leid der Jesidinnen und Jesiden ist so erdrückend, dass wir alles dafür unternehmen müssen, dass dieser Genozid juristisch und auch politisch in seiner Systematik weiter aufgearbeitet wird. Die Vertreibung von Jesidinnen und Jesiden aus ihren Dörfern, der systematische Einsatz von Vergewaltigung als Kriegswaffe gegen Jesidinnen, Sklaverei und Folter. Angegriffen wurde hier auch das Menschenrecht auf Religionsfreiheit. Aber nicht nur dieses Menschenrecht, sondern alle Menschenrechte wurden damit angegriffen. Und dies zeigt uns auf eine dramatische Art und Weise die Unteilbarkeit von Menschenrechten auf, ganz egal, ob oder an was wir glauben,
Wenn die Freiheit zum Glauben angetastet wird, dann wird auch immer die Würde des Menschen in seinem Kern angetastet. Und deshalb müssen wir doch als Abgeordnete dieses Parlaments, ganz egal ob christlich, atheistisch, jüdisch oder muslimisch, mit Nachdruck für die Religionsfreiheit weltweit einstehen und auch bei uns im Land dafür sorgen, dass sich Juden endlich mit einer Kippa auf die Straße trauen können und Musliminnen ohne Angst mit Kopftuch nach draußen gehen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sein Glauben öffentlich und sichtbar zu leben, ist für die alevitische Gemeinde bei mir im Wahlkreis in Bochum keine Selbstverständlichkeit. Bei meinem Besuch erzählten mir sie, dass sie hier in Deutschland erstmals frei leben konnten und in der Lage waren, Pogrome aufzuarbeiten. Zu erdrückend ist die Stigmatisierung in der Türkei. Sie berichteten mir aber auch darüber, wie sie hier Diskriminierung erleben und wie wenig Gehör sie dafür von der Politik geschenkt bekommen. Doch wir hören diese Diskriminierung, wir nehmen das ernst und wir werden auch die transnationale Dimension der Verfolgung von religiösen Minderheiten in den Blick nehmen, denn wir verstehen, dass die Religionsfreiheit keine Grenzen kennen darf. Wir werden in der Ampelkoalition dafür sorgen, dass Menschenrechte auch dann zählen, wenn es um wirklich etwas geht. Der Unionsantrag mit seiner Verkürzung der 30 Menschenrechte auf ein Menschenrecht und einen einzigen Beauftragten wird der weltweiten Lage nicht gerecht. Eine klare Kante über China, wenn es um die Minderheitenrechte von Uiguren geht, ein Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien, ein erleichterter Zugang zu humanitären Visa. All das werden wir mit unserer Außenministerin Annalena Baerbock angehen, um die Menschenrechte und auch um das Recht auf Religionsfreiheit weltweit zu stärken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dazu zählt eben auch und ganz explizit das weltweite Engagement für Religionsfreiheit, für positive Religionsfreiheit, wie übrigens auch für negative Religionsfreiheit, die in Ihrem Antrag jetzt nicht ganz deutlich betont wird. Zu Menschenrechten zählt eben auch viel mehr. Und deshalb freuen wir uns, dass wir dann auch noch über Ihren Antrag weiter beraten können im Ausschuss. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Petra Pau. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die CDU-CSU-Fraktion beantragt, das internationale Engagement für das Menschenrecht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit fortzusetzen und das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit fortzuführen. Dem inhaltlichen Anliegen stimmt die Fraktion Die Linke ausdrücklich zu. Jede und jeder hat das Recht, einer Religion zu folgen oder eben auch keiner. Das gehört zur Selbstbestimmung und darf nicht vorgeschrieben werden. Es geht nicht nur um Glauben, sondern zugleich um Demokratie. Religionsfreiheit ist in Artikel 4 Grundgesetz verankert, ebenso in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie in weiteren internationalen Dokumenten. Die Praxis indes sieht weltweit vielfach anders aus, und das ist nicht hinnehmbar. Ich danke den Kollegen Brandt, Lux und Schwabe für die Darstellung der Situation, weil das bekomme ich in 2 Minuten nicht unter. Aber ich unterstreiche, die Situation ist nicht hinnehmbar. Wir müssen nicht in die weite Welt gucken, um auf Probleme
mit der Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu stoßen. Ich erinnere nur an den grassierenden Antisemitismus hierzulande. Nun hat der Kollege Schwabe gesagt, das Amt wird bleiben. Gut. Allerdings stellt die Fraktion Die Linke sich schon noch die Frage, kann man nicht aufbauend auf das, was der Kollege Grübel in den vergangenen Jahren gemacht hat, noch einmal weiterdenken? Braucht es den Religionsbeauftragten beim BMZ oder wäre es nicht in der Ausgestaltung des Menschenrechtsbeauftragten und seiner Ausstattung auch gut aufgehoben, um sowohl der internationalen Dimension als auch unserer nationalen Dimension und den Problemen zu entsprechen? Kurzum, das Anliegen teilen wir. Über die Ausgestaltung werden wir ja wohl weiterreden. Genau, ich erinnere meine Kollegin ungern an die Maskenpflicht, aber es muss sein. Alles gut. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Renata Alt. Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, meine Damen und Herren, Gedanken, Gewissens, Religions- und Weltanschauungsfreiheit. So heißt eigentlich das Recht, über das wir hier heute sprechen. Es umfasst gleichermaßen die Freiheit zu glauben und die Freiheit, nicht gläubig zu sein. Niemand darf wegen seines Glaubens oder seines Nichtglaubens bestraft oder stigmatisiert werden. Und doch wird dieses Recht weltweit massiv verletzt. Derzeit gibt es in mindestens 70 Staaten Antiblasphemiegesetze. In ca. 40 Staaten weltweit ist mindestens eine religiöse Gruppe verboten. Die Covid-Pandemie war zum Teil auch ein willkommener Vorwand, um die Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu verletzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, in Ihrem Antrag betonen Sie, die Religions- und Weltanschauungsfreiheit sei ein wichtiges Menschenrecht. Da haben Sie recht. Sie heben weiter hervor, dass mit den Verletzungen der Religionsfreiheit oft andere Menschenrechtsverletzungen einhergehen. Auch das stimmt, denn oft genug wird die Religionsfreiheit missbraucht. Zum Beispiel, wenn es unter Ihrem Deckmantel Presse und Meinungsfreiheit unterdrückt werden. Es gibt nur ein Mittel, um da gegenzusteuern. Es ist ein verstärkter Einsatz für alle Menschenrechte ohne Ausnahme. Doch mein Eindruck ist, dass es Ihnen in Ihrem Antrag weniger um die Religionsfreiheit als solche geht, Herr Dr. Grübel. Vielmehr geht es Ihnen um den symbolischen Stellenwert des Amtes des Beauftragten der Bundesregierung für Religionsfreiheit. Sie werfen der Ampelkoalition vor, dieses Amt abschaffen zu wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht alle Ämter, die nicht namentlich im Koalitionsvertrag erwähnt werden, werden auch abgeschafft. Herr Schwabe hatte schon angedeutet. In Ihrem Antrag gehen Sie überwiegend auf die Religionsfreiheit der Christen ein. Natürlich steht den Christen, die die größte Glaubensgemeinschaft sind, ihr Recht auf Religionsfreiheit zu. Und natürlich müssen wir sie schützen. Sie erwähnen die Christenverfolgung in Myanmar, aber zu der Verfolgung von Rohingya sagen Sie gar nichts. Die kleineren Religionsgemeinschaften leiden überproportional unter Verfolgung. Dazu habe ich in Ihrem Antrag nichts gefunden. Eine glaubwürdige Menschenrechtspolitik fängt aber zu Hause an. Religionsfreiheit betrifft auch Deutschland. Auch hier müssen wir das Recht auf Religionsfreiheit schützen. Dazu gehört auch eine effektive Bekämpfung und Prävention von Muslimfeindlichkeit und Antisemitismus.
Im Koalitionsvertrag haben wir uns als Freie Demokraten gemeinsam mit der SPD und den Grünen zu einer wertebasierten Außenpolitik verpflichtet. Dieses Versprechen werden wir einhalten und werden uns für alle Menschenrechte einsetzen, auch für die Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Das kann ich Ihnen versichern. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Markus Grübel. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Religion hat Bedeutung. Uns wurde schon gesagt, die Fakten sprechen für sich. Über 80% der Menschen in der Welt sagen von sich, sie seien religiös. Und bei meiner ersten Reise in den Norden Iraks als Religionsfreiheitsbeauftragter war ich im Flüchtlingslager in Dohuk und habe einen Mensch getroffen, einen Mann, Christ, hätte aber auch Jesidin, Kakai, Shabak sein können, alles verloren, Haus, Hof, Landwirtschaft, Tiere, Auto. Und er sagte mir, meine Religion ist das Wichtigste. Und darum habe ich alles zurückgelassen. Und darum sage ich, Religion hat Bedeutung und wer Religion gering schätzt, ist schlichterdings weltfremd. Drei von vier Menschen in der Welt leben in Ländern, in denen die Religionsfreiheit eingeschränkt wird oder völlig in Frage gestellt wird. Und die Entwicklung ist leider nicht gut. Wer eine wertebasierte Politik macht, setzt sich darum für Religionsfreiheit ein. Wer Menschenrechte ernst nimmt, setzt sich für Religionsfreiheit ein. Betroffen sind viele Millionen Menschen, hunderte Millionen Menschen. Und darum ist es gut, dass die Koalition, dass Sie, Frau Ministerin Schulz, nun angekündigt haben, die Stelle des Beauftragten wieder zu besetzen. Religion hat auch ein großes Potenzial im Sozialen, für Frieden, Kultur, für Umwelt, nachhaltige Welt. Darum hat das Entwicklungsministerium ja auch eine Strategie entwickelt, Religion und Entwicklung, ein internationales Netzwerk gegründet, PART, Religion und nachhaltige Entwicklung. Partnerschaft von Religion und nachhaltiger Entwicklung. Und es gibt im Auswärtigen Amt ein Referat Religion und Außenpolitik, wo es um die Friedensverantwortung der Religionen geht und ein Netzwerk Religions for Peace. Damit aber Religion ihr Potenzial entfalten kann, ihr großes Potenzial entfalten kann, braucht es die Religionsfreiheit. Die Ansiedlung im BMZ finde ich gut und richtig. Ich habe viele Projekte anschieben, entwickeln können, begleiten können, wo es darum geht, ein friedliches Miteinander Menschen unterschiedlicher Religionen in der Welt zu ermöglichen. Und zuletzt habe ich eine Handreichung erarbeitet, wo es um Schulbildung geht, dass in der Schule keine Feind- und Zerrbilder dargestellt werden, dass alle Menschen, alle Kinder die gleichen Chancen haben, unabhängig von ihrer Ethnie oder Religion. Eine wichtige Aufgabe des Beauftragten ist der Bericht der Bundesregierung, ein Nachschlagewerk für die Regierung, für uns im Parlament, für die Zivilgesellschaft, für die Wirtschaft. Ein Dokument, das auch im Ausland gelesen wird, gerade in den betroffenen Ländern als erstes. Und nun steht der dritte Bericht an. Zusammenfassend möchte ich sagen, um was geht es als Aufgabe für den Religionsfreiheitsbeauftragten? Wir müssen hinschauen, wo wird das Menschenrecht auf Religionsfreiheit verletzt. Wir müssen laut aufschreien, manchmal ist aber auch besser leise zu sein. Wir müssen Verbündete suchen und schließlich gemeinsam handeln. Und darum sage ich herzlichen Dank den vielen Verbündeten hier im Bundestag, den Verbündeten Menschenrechtspolitikern, den Außen- und Entwicklungspolitikern, den Sprecherinnen und Sprechern für Kirchen- und Religionsthemen für ihre vielfältige Unterstützung. Und jetzt geht es darum, gemeinsam uns stark zu machen für das Menschenrecht auf Religionsfreiheit, das Amt zu stärken und auch in der Europäischen Union zu schauen, dass das Amt wieder besetzt wird. Herzlichen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, erteile ich dem Abgeordneten Seitz aus der AfD-Fraktion einen Ordnungsruf. Er hat ein Foto während der laufenden Plenarsitzung auf Facebook gepostet von dem Redner Max Lux. Die Worte, die er dafür gefunden hat, will ich jetzt nicht wiederholen, aber dafür erteile ich Ihnen, Herr Seitz, einen Ordnungsruf.
Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Lars Castellucci. Entschuldigung. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nachdem man in der gestrigen Debatte zur Regierungserklärung den Eindruck hatte, dass das Wichtigste, um was es jetzt geht, ist, wo Sie künftig sitzen werden. Werte Antragsteller, sind Sie jetzt heute bei den Sachthemen angekommen? Das ist schon mal gut. Ihr Antrag ist auch gut, aber er ist nicht nötig. Und frei nach Montesquieu, wo es nicht nötig ist, einen Antrag zu stellen, wäre es eigentlich nötig, keinen Antrag zu stellen. Die Ministerin hat schon für Klarheit gesorgt. Das Amt des Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit wird fortgesetzt werden. Es ist auch eine richtige Entscheidung der neuen Bundesregierung. Selbstverständlich können wir nicht sämtliche Beauftragte, die es im Geschäftsbereich der Bundesregierung gibt, in einen Koalitionsvertrag hineinstellen. Und es ist nicht nur unsere Aufgabe, das alles nur fortzusetzen, sondern auch mal eine Sekunde darüber nachzudenken, ob alles, was angesammelt worden ist über die letzten Jahre, tatsächlich wert ist, fortgeführt zu werden. Das hat etwas mit Demokratie zu tun. Das sollten Sie hier